Jede Art von Leid ist selbst erzeugtes Leid. Und der, der leidet, ist nicht irgendein Gedanke, den du dir denkst. Auch hier das allerwichtigste Satz, ich erkläre es denen, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Bevor das nicht verstanden ist, wirst du leiden. Immer wieder, weil du in die Vergessenheit gehst. Die Vergessenheit, nicht mehr zu erkennen, was jetzt eigentlich da ist. Wenn ich sage, es geht einfach letztendlich um einen ständigen Wechsel von Informationen, den nur der erlebt, der jetzt diese Informationen erlebt. Und du bist der Einzige, der diese Informationen, die du jetzt erlebst, erlebst. Der, der das erlebt, ist aber nicht irgendeine Information, ein Gedanke. Das sind jetzt ganz, ganz einfache Worte. Information, ein ständiger Wechsel von Informationen ist ein Komplex von Reizauslösern und Reaktionen. Du interpretierst ständig. Wenn du mal wirklich absolut so einen aufmerksamen Beobachter von dir, Tier wirst, da ist es dir, das ist der Geist, den ich jetzt anspreche, und das Tier, das ist der Gedanke, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und es ist also hier zu glauben, dass man Wissen irgendwie von außen in sich reinschaufeln könnte. Ich kann immer nur sagen, verdammt nochmal, halt einfach das erste und das zweite Gebot. Ich rede jetzt mal einen kleinen Moment von Brösel zum Brösel. Man kann Holofeeling auch sehr entheiligen, und sehr viele machen den Fehler, dass sie Holofeeling-Weisheiten benutzen, um ihr Ego zu rechtfertigen. Das ist die allergrößte Falle. Ich bin da vor längerer Zeit schon mal drauf eingegangen, genauer nach dem Weißenburg-Vortrag, wo dann diese Zeitungsanzeige drin war, hier dann mit Sektenforschung und solche Sätze wie, ich kenne jemanden, der hat sich mit Holofeeling beschäftigt, Holofeeling ist gefährlich, der ist in die Klapse gekommen. Ich kenne mehrere, die in die Klapse gekommen sind, aber mit Sicherheit nicht, weil sie sich mit Holofeeling beschäftigt haben, sondern weil sie Holofeeling benutzen, ihren Irrsinn zu rechtfertigen. Das gilt zum Beispiel auch immer bei dieser kleinen Symbolik, wo ich sage, sag am besten alle 2 Minuten Cut. Das heißt nicht, dass ich irgendetwas nicht haben will, was jetzt da ist, sondern das Cut ist ein Zurückholen in das Jetzt, dass ich mir jetzt Gedanken mache, was ist jetzt eigentlich da? Das, was jetzt da ist als Information. Und dann wirst du feststellen, dass immer wenn du dich wieder in irgendeine Idee hineinsteigerst. Und nochmal Idea, das griechische Wort Idea heißt eine äußere Erscheinung. Immer wenn du dich da hineinsteigerst in eine äußere Erscheinung, die letztendlich deine Information ist, hundertprozentig sicher deine Information ist. Du hast eine Internetseite, einen Reizauslöser, du hörst irgendwas, du liest irgendwas auf einer Zeitung. Ich sage es im Prinzip, jetzt hast du mal Worte. Du hast diesen Satz, im Anfang war das Wort noch nicht verstanden. Und du wirst jetzt merken, auch die Weisen deiner Welt, ich bin in einem der letzten Selbstgespräche auf den Kirchhoff eingegangen. Ich finde ein total sympathischer, den ich mir jetzt ausdenke, 75-Jähriger, jetzt aktuell, was auch immer ich unter aktuell verstehe. Und du wirst dann merken, auch in dieser extremen Belesenheit, dass alles, was er sagte, irgendwie stimmt, aber du erkennst bei dieser Figur, bei diesen Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, dass da überhaupt kein Verstehen ist von elementaren Grundlagen, weil ständig immer raumzeitlich, was der gedacht hat. Und dann zitiert er Weisheiten von Mystikern, die eindeutig in sehr komplexen Worten teilweise das erklären, was ich in ganz einfachen, kindgerechten Worten erkläre. Ich sage nochmal, ich bin der, der ich bin. Und ich behaupte jetzt erst einmal, dass ich du bin. Ich bin der, der sich ständig was ausdenkt. Ich bin ein träumender Geist. Ich reduziere das einmal runter als träumender Geist. Ich bin ein träumender Geist. Und was ich dir jetzt als ausgedachter Udo Petscher, UP, erkläre, unterscheidet sich erst einmal, das habe ich im letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen, oder im vorletzten, in sich Selbstgespräch. Der große Unterschied ist, dass ich mit Sicherheit der einzige und der erste Mensch bin, der in dir in Erscheinung tritt als Information, der behauptet von sich, ich existiere jetzt, hier und jetzt, in diesem Moment, in dir als deine Information. Und ich existiere nur deshalb, weil du jetzt an mich denkst, weil du mich jetzt ausdenkst. Ich habe das zwar schon mal von
symbolisch vor 2000 Jahren gesagt, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, aber nicht in dem Kontext zusammenhängend erklärt, wie ich es jetzt erkläre. Und ich sage nochmal, ich bin wirklich der und ich bin mit Sicherheit der Einzige in deinem Traum, der in Erscheinung tritt, der weiß, um was sich wirklich alles dreht. Um uns. Um uns selbst. Und wir sind letzten Endes nur zwei. Und das schauen wir uns etwas genauer an. Und zwar mache ich jetzt wieder ein paar Kleinigkeiten. Wir springen auch in die Sprache. Und zwar schauen wir uns jetzt an Kirchhoff noch mal ein bisschen an. Schauen wir mal, wo uns das hintreibt. Und zwar schauen wir zuerst mal diese Sache Gut und Böse. Gut gegen Böse. Das ist schon das erste große Problem. Es gibt kein Gut gegen Böse. Das ist Wellenberg gegen Wellendal. Das habe ich tausendmal erklärt. Und schon diese Worte Gut und Böse, wenn wir uns die uns genauer anschauen, wenn wir in Tenach reingehen, diese zwei Wörter, das Dof Vera, das hebräische Wort für Gut, schreibt sich ja so. Und da hast du eigentlich da unten schon stehen, die Spiegelung, ein Spiegel, ein gespiegelt aufgespannte Polarität. Und jetzt ist sehr interessant, ich sage immer wieder, das Polarität und die Dualität. Da gehe ich später etwas nochmal drauf ein. Wichtig ist hier rot gelesen, wir haben hier einen Rai, das ist das hebräische Wort für Spiegel. Und das ist der Mittelpunkt, der absolute Mittelpunkt. Und in dem ist letztendlich im Zentrum alles verbunden. Diese klassische Aussage ist jetzt sehr wichtig. Ich kann jetzt ganz, ganz einfach sagen, das Beste, das Glück, das Gute, der Wohlgeruch hast eigentlich nur eine gespiegelt aufgespannte Polarität. Eine gespiegelt aufgespannte Polarität, dass wir zwei Polaritäten haben. Schau bitte das kleine Bild an. Eine Polarität ist, dass sich was aufspannt. Aber gespiegelt aufgespannt, das ist eine Dualität. Und diese Dualität ist ganz interessant, dass man zuerst einmal das Wort dual versteht. Und da springe ich jetzt gleich schnell rein. Ich mache hier mal dieses Du. Im Hebräischen gibt es viele verschiedene Wörter für zwei. Wenn ich jetzt hier zwei eingebe, wirst du feststellen, ich habe jetzt hier zwei als deutsches Suchwort eingegeben, beginnt das erst einmal mit Dewaf. Das heißt geöffnet, aufgespannt. Das ist zwei, aber zwei nur in Zusammensetzungen. Im Klassischen, wenn du jetzt in Hebräisch, in Originalhebräische Wörterbücher reinschaust, wirst du feststellen, das ist, umschreibt auch das Wort Bi. In Form von bisexuell im Griechischen, wobei Bi im Hebräischen dann wiederum heißt ja in mir. Genau. Wenn ich jetzt das griechische Bi, diese zwei, und das Bi im Hebräischen in mir zusammennehme, heißt es, in mir sind erst einmal immer zwei. Ich nenne das einfach Wellenberg und Wellendal. Diese Urpolarität, hell und dunkel, einatmen, ausatmen. Und das All für sich alleine, wissen wir, heißt Gott. Aber auch nichts, unter anderem die Kraft der Gottheit, Gott selber, aber auch nichts. Das ist das Nihilo, Creatio ex Nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Wenn ich jetzt schaue, das kleine Bild nochmal, den Uran, das ist ein absolutes Nichts, das wir uns jetzt natürlich ausdenken. Und jetzt ist es zwangsläufig, du heißt zwei in Zusammensetzung, das ist, ich bleibe immer bei meiner Welle, Wellenberg und Wellendal. Das heißt, dual heißt, du bist nichts oder du bist diese zwei, die sich, wenn sie plus minus wieder ausgeglichen sind, immer das heilige Ganze darstellen. Und da gibt es natürlich noch viele andere Wörter für zwei. Da kommt dann als nächstes hier das sogenannte Shani, das ist auch Pur, Pur. Jetzt muss ich wissen, dass Pur für sich alleine gelesen wieder los Schicksal heißt. Das heißt, es werden immer zwei losgemacht. Das Losgemachte müssen immer zwei sein. Darum nennen wir das auch einen Zufall. Fall kommt von Faller, das ist jetzt die Falle. Interessant ist, wenn ich jetzt dieses Zu wieder hebraisiere, Zwaf, die Geburt von was Aufgespannten, dann kriegst du hier das Wort Befehl und B steht ja, unser B, Beta steht für zwei, es fehlen zwei. Sobald ich mir nämlich eine Welle ausdenke, fällt in den Zentrum, ausgedachterweise der Wellenberg und das Wellendal, weil beides ist was Ausgedachtes. Schau das Bild an. Zwei fehlen. Und dasselbe Wort ist auch das hebräische Wort für Order,
Aber da habe ich wieder Orm mit 70 geschrieben, heißt erweckt und die Ära ist Generation. Jetzt habe ich eine erweckte Generation und jetzt beginnt dieses Spiel in dir. Ich weise immer wieder darauf hin, dass wir hier Physik machen. Was übrigens dieser Befehl oder die Order heißt dann zwangsläufig auch etwas einschließen, sich selbst einschließen in eine Form. Aber die Form, der Geist selber ist dabei immer GE, ist das einmal GE Quadrat rot gelesen, ist eine polare Existenz. Wir sind hier. Oder ich kann sagen, der Geist ist eben, das ist der Nullpunkt, die Nulllinie. Und die Form ist das, was dich einkreist. Pyramidenwert 186. Das führt dich jetzt zwangsläufig, die 186 führt dich jetzt zwangsläufig, aber das wird jetzt wieder zu weit führen. Das wird hier ganz einfachen Worten erklärt. So. Wir hören uns den Gut gegen Böse. Wir haben natürlich jetzt das Gut, wo ich eine gespiegelt aufgespannte Polarität und das Böse selber ist hier ja unser Ra. Das heißt ein berechneter Augenblick. Eine Ratio ist immer eine Berechnung, ein berechneter Augenblick. Rot gelesen wird es natürlich dann, der Kopf ist die Quelle für alles. Wobei das Wort Quelle natürlich auch schon wieder ganz interessant ist, weil du kannst jetzt Kuwaf, das heißt affin aufgespannt, Elle, Ala. Das ist dieses Nichts, das auseinandergeschmissen wird. Wir können dann ins unser Quell reingehen, das Vorher und Nachher, und dann kommst du schon in den zeitlichen Ablauf. Jetzt hören wir mal hier, Gut gegen Böse, Kosmos featuring Chaos. Hören wir da mal kurz rein, genau zuhören. Was ist Gott und was ist der Raum? Ist der Raum etwas von Gott Unabhängiges, was ja schon im 18. Jahrhundert diskutiert wurde, oder ist Gott eigentlich der Raum selber? Und wie hängt das zusammen? Wenn Gott nicht der Raum ist und der Raum eine eigene Existenz hat, gibt es eine eigene ontologische Realität in der Welt, unabhängig vom Göttlichen. Ich sage jetzt mal ganz einfach, was ist eigentlich der Raum in einem Traum? Wenn letztendlich alles deine Informationen sind. Der Denker und sein ausgedachter Raum. Und der Raum ist ein Traum. Ich nenne das immer ein Traum A, eine Traumschöpfung. Und wir machen jetzt ganz einfach mal dieses Spiel, wenn wir hier jetzt in die Etymologie reingehen und wir schauen nochmal jetzt in die DWDS, was ist der Raum? Das ist natürlich hier durch Boden, Decken, Wände begrenzte in sich abgeschlossener Teil eines Gebäudes. Jetzt ist natürlich, was machst du wieder aus diesen Wörtern? Und du landest, pass auf, mit der Vordersprache, hebraisieren, dur. Wir schauen uns das ganz kurz einfach an. D-U-R, Radix, die R-Waff kann man rausschmeißen. Das ist einmal eine Generation, in der du wohnst. Ganz interessant, du generierst etwas und es heißt auch Wohnen, Zeitgenossen, Schichte auf du, Schicht für Schicht, Kreislauf, der Zeitraum, aber du wohnst immer im Zentrum. Und wir können natürlich jetzt dieses durch, jetzt haben wir unser Du, wo ich dir gerade gesagt habe, es sind zwei in Zusammensetzung, diese zwei in Zusammensetzung, wird zu einer berechneten Kollektion und dieses Ruch, Ruach ist die Kurzform, zuerst einmal von Ruch, wenn man einfach von Geist und von Wind, von den vier Weltgegenden, das ist der Kopf, das Kollektiv im Roten oder eine berechnete Kollektion, das ist ein intellektuelles Wissen als Ding an sich. Das heißt, dieses durch Boden, und jetzt schau dir das einmal an, Bo, das heißt in ihm, ja. In den träumenden Geist, in ihm und durch ihn polar aufgespannt. B, Waff, seine Polarität. Sprache zum Beispiel bedeutet alles, all ist Gott, ist nichts. Unser Dual, der aufplant, less, bedeutet dann eine Fremdsprache. In einem Buch zusammenführen, die ganzen fremden Sprachen in einem Buch zusammenführen, das passiert in Holofeeling. In ihm ist die absolute Kollektion, die Zusammenfassung und alle Erscheinungen. Und dieses Denn, Konsonante Radix heißt, in ihm ist etwas geurteilt. Du verurteilst etwas und du richtest dich nach irgendeine einzige Seite. Du schaust entweder nach oben oder nach unten. Das ist dieses ewige Spiel. Das ist der Boden. Dann haben wir eine geöffnete Ecke. DE übrigens wieder alleine für sich gelesen, 470 ist das Wissen. Das Wissen ist die Ecke. Denk immer, du bist in einer Tetraederspiegelstruktur und deine Z-Achsen, wo du reinschaust, hast du nur geöffnete Ecken um dich herum. Und das Ganze sind auch dann die Wände,
Doppelt aufgespanntes AND, hast doppelt aufgespanntes Hin- und Herschwingen. Ich gehe jetzt da nicht so weit raus. Da kommt auch den Wahn deines Wissens, die E470, der Wahn des Wissens. Das begrenzt dich. Innerhalb deiner Traumwelt hängst du immer nur innerhalb deiner eigenen persönlichen Vorstellungen. Aber es handelt sich letzten Endes nur um ständig wechselnde Informationen. Und wenn wir jetzt da runterfahren, die Etymologie, das ist natürlich jetzt schon hier ein großes Problem im ersten Moment, ein ausgedehnter Platz. Wenn du träumst, gibt es kein Außerhalb von dir. Ich sage immer und immer wieder, halte verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot der Tora. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und du wirst dann feststellen, dieser ganze Ablauf, die ersten wenigen Verse, wo dann das Meer symbolisiert, eigentlich den Mittelpunkt in ein Oberhalb, die Rakia in ein Unterhalb aufgespannt wird, da steckt das alles schon drin. Und ich betone nochmal, ich bin der Einzige, der weiß, was es wirklich bedeutet, weil ich es erschaffen habe. Erschin, Affen, Affinitäten sind erst einmal polare Existenzen, gespiegelte Effekte, EFF, AFF. Und jetzt ist das dieses 3, das heißt, geöffneter Spiegel ist die Öffnung deines Intellekts und jetzt kommt das Denken Mens. Diese Öffnung deines Intellekts, DI, erzeugt die Dimensionen. Und das ist Ion, das in Bewegung gesetzte Sein. In Bewegung gesetzt, immer hier und jetzt, Gottes. Das sind die dreidimensionalen ausgehenden Platz. Platz ist dann das Wunder. Nimm es einfach hin oder lass es und die ganze Weide passiert, sind nur gebunden im Meer. Sie sind immer hier und jetzt. Und wenn wir das jetzt ganz konsonant lesen, sagst du mal, schmeißen wir das A und das U raus und wir machen als Konsonante Radix, sagst du mal, dieses RM immer reduzieren auf die reinen Konsonanten. Und dann kriegst du hier zuerst einmal das hebräische Wort für Höhe und da haben wir schon den HWH. Dieses JHWH, Hochsein, Erhabensein. Wir gehen noch ganz kurz mal ein bisschen rein. Das heißt, das HWH, wenn ich das jetzt den Gott einmal wegstehen lasse und wir schauen uns nur dieses HWH an, dann hast du das hebräische Wort für B, ein polarer Sitz. Im Sitz selber, im Zentrum, wo du sitzt, das ist das absolute, wie ich dich, der absolute Mittelpunkt, passiert jetzt deine Gegenwart, das ist das Wort HWH, der Präsenz. Es passiert, was passiert, immer hier und jetzt in einer unmittelbaren Gegenwart. Das musst du irgendwann einmal begreifen, dass egal, was du denkst, egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hinlenkst, ich wiederhole das immer wieder und du vergisst es ständig. Es ist, weil du es denkst, du bist Gott für das, was du denkst. Du bist der Schöpfer für das, was du denkst, weil du in dem Moment, wo du was denkst, hier und jetzt eine Information in dir aufbaust. Das macht dir noch so real auf deiner Verabredung und dreidimensional erscheinen. Es bleibt deine Information. Wäre es nicht deine Information, würdest du es nicht wahrnehmen können. Und das Ganze ist jetzt dein Kapital, ein Tod. Nochmal, Kapital, lateinisch, wirklich ein todbringendes Verbrechen. Jetzt ist natürlich das Wort Tod schon wieder so negativ einseitig belastet. Das ist schlichtweg und einfach nur so viele Erscheinungen, die sich ständig hier und jetzt abwechseln. So viele, so unendlich viele Todviri. So viele Männer, aber ausgedachterweise, so viele kleine Geistesfunken. Aber auch Tod Anis. Mhm. Jetzt ist natürlich Ani, die Chronologie, die Jahre, muss ich wieder wissen, dass das hebräische Wort für Jahr eigentlich Shin, Nun, He, logisch existierende Wahrnehmung, blau gelesen, eine logische Existenz einer Wahrnehmung. Dieses Jahr heißt Schlaf, sich ständig ändern, zwangsläufig was anderes sein, in dem Moment, wo du an dich denkst und du denkst jetzt an deinen Körper, scheinst du was anderes zu sein, als das, was du eigentlich wirklich bist. Du bist ein nicht denkbarer, ewiger Geist. Und darum heißt es auch, lernen, immer wieder wiederholen, nochmal tun, immer wieder wiederholen und verschieden sein. Wenn du an dich denkst, denkst du an etwas und dann denkst du an andere und denkst du auch an etwas. Die einen wie die anderen, du selbst und die anderen, die du dir ausdenkst, sind alles deine Informationen. Egal, wo du die räumlich oder zeitlich hindenkst, das ist hier und jetzt deine Information. Das ist hundertprozentig sicher.
Und du wirst es so lange wiederholen, bis in alle Ewigkeit, bis du zu unterscheiden weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Das ist das Spiel, das sich in dir abspielt. Das ist keine Esoterik, das ist keine Religion im klassischen Sinn und schon gar keine vollkommen geistlos dich selbst den Geist der Naturwissenschaft. Wenn man das einmal zu verstehen beginnt, kommt man einen ganzen Schritt weiter in seiner menschlichen Erkenntnis. Menschlich meine ich, jetzt reden wir von einem Enosch, einem sterblichen Säugetier. Das ist eigentlich hier die Gegenwart des Kapital. Wir können auch uns ganz kurz noch hier das Kapital anschauen. Totaliter, gänzlich, ganz. Total. Wie ich immer wieder sage, du lebst in einer Welt, du denkst dir Menschen aus, die praktisch ohne Ausnahme alle glauben, Kapital hält sie am Leben. Und das ist das eigentliche Kapitalverbrechen des Todes, Verbrechen, das dir selbst den Hals zudreht. Nicht den Figuren, die du dir ausdenkst. Nochmal, solange du nicht in den Zustand kommst, dass du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Es ist doch ein einfaches, sich klar zu machen, aber nur wenn du Geist bist, und Geist bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst, dass kein Mensch, kein Gedanke, den du denkst, den du dir jetzt ausdenkst, egal wo du dir den hindenkst, sich raussuchen kann, dass du ihn denkst und dass der dann in dir genauso in Erscheinung tritt, wie er von dir gedacht wird. Egal, ob du jetzt an Gute denkst oder an Böse denkst. Du erschaffst sie hier und jetzt und wenn du sie nicht mehr denkst, sind sie weg. Und das, was ich dir zurzeit träumen lasse, und jetzt kommt das Verrückte eigentlich, du kannst ja nicht raussuchen, was du denkst. Aber du kannst der werden, der das vollkommen wertfrei beobachtet und sich bewusst macht, warum denke ich das immer? Warum wiederholt sich das ständig in mir? Das ist die Eigenart. Warum gehe ich immer wieder auf Google News und schaue mir die Seite an oder schaue die andere Seite an? Wieso bin ich eigentlich in dem Wahn verfallen, so hundertprozentig sicher überzeugt, dass das, was mir logisch erscheint, das einzig Richtige ist? Und jeder, der jetzt in mir auftaucht, der wohlgemerkt von mir ausgedacht wird, die Gegenseite wird nämlich auch von mir ausgedacht, der irgendwas anders behauptet, dass der nicht recht hat. Da kommen wir dann gleich dazu. Ich springe mal dann gleich wieder zurück. Wir hören hier noch mal kurz rein. Und das würde schon dem Monismus widersprechen. Mhm. Also Dualismus ist einfach... Was ist der Monismus? Wir schauen noch mal ganz kurz hier in den Monismus rein. In der Philosophie ist oft die Rede von Substanzen, aus denen die Welt besteht. Das ist natürlich hier schon ausgedachte Substanzen, du wirst merken, hier steckt das ganze Problem deiner Menschheit drin, auch über den Solipsismus. Aus denen die Welt besteht. Die Welt besteht aus Energie, laut Einstein. Dieses E-Quadrat, eine Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, weil sie ein Symbol ist. Ich kann diese absolute, nicht denkbare Rot-E-Substanz, kann ich Geist nennen, rot gelesen. Ich kann das Licht nennen. Oder ich kann das Energie nennen. Energie, das Innere, was im tiefsten Inneren wirkt. Wir können das Gott nennen. Aber die Frage ist schon wieder, was denkst du bei dem Wort Welt? Deine Logik wird jetzt eine Vorstellung in dir aufbauen. Probier es doch einfach aus. Und du wirst feststellen, du kriegst die absolute Antwort, wenn du diese Radix einfach hebraisierst. Ich mache jetzt hier einfach den hebräischen Buchstaben das Wort Welt und das heißt das Brandopfer. Und Brand, immer du brauchst Deutsch Ivri, hast du zuerst einmal einen polaren Rand. Das ist die Welt einer Gedankenwelt. Ein Aufsteigen, ein Hinaufgehen, ein Hinaufkommen und es bricht dann wieder in sich zusammen. Jetzt, wenn ich noch weiß, dass dieses BR für sich alleine das Äußere heißt im Hebräischen. Das ist zuerst einmal das Äußere, das Ausgedachte und dann haben wir hier schon das AOP, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und das passiert immer, Ack ist gleich Eck. Ein Eck, das erweckt wird. Das Eck haben wir immer zwei Seiten. Ich habe im letzten Selbstgespräch das Beispiel gebracht, wenn du ein Buch rausziehst, musst du zuerst einmal aus dem Buch zwei Seiten machen, eine Ecke machen. Und dann wirst du, wenn du umblätterst, schaust du jede Buchseite, diese zwei Seiten. Übrigens, wenn ich jetzt eine Seite einzeln nehme, habe ich eine Plus- und eine Minusseite. Dann ist von der Seite die Plusseite, mit der Minusseite die Plusseite, die Minusseite. Und dann wirst du merken, dann kriegst du einen sehr arithmetischen Komplex. Beim Monismus war ich. So, jetzt ab. Während der philosophischen Dual, habe ich gerade erklärt, du Gott, Ismus, du bist Gott, ob du das glauben willst oder nicht. Jetzt müssen wir dich wieder wissen, was ist Gott? Gott
ist diese Energie, ist das Licht. Es ist das Summa Summarum von allen Möglichkeiten. Es ist das absolute Nichts, dem das absolute unendliche Vielfalt gegenübersteht. Dieses Nichts ist All und gespiegelt La ist die Unendlichkeit von unendlich vielen. Das eine wie das andere, das sind die zwei Möglichkeiten, das Eins und die Unendlichkeit. Dieser Dualismus, das wäre jetzt eigentlich hier das absolute Eine und die absolute Unendlichkeit, die gespiegelt aber dann in sich selber wieder eins werden. Weiß zwei Substanzen. Und jetzt kommt das Problem Geist und Materie. Das sind ausgedachte Dinge. Du musst immer ein ganz einfaches Prinzip verstehen, egal was gedacht wird. Wenn du an einen Geist denkst, muss schon einer da sein, der sich den Geist ausdenkt. Und sobald du jetzt das denkst, muss einer da sein, der sich an ausdenkt, der sich an Geist ausdenkt. Und da ist immer einer davor, der eigentlich nicht denkbar ist. Das ist Geist. Das ist Energie und das ist Gott. Und das bist du. Darum hast du dich auch nicht verändert. Und jetzt haben wir hier These und Antithese. Wir haben jetzt ein ausgedachtes Immerseiendes. Ich werde jetzt den Geist rot schreiben und die Materie beginnt mit MT, eine gestaltgewordene Erscheinung, und das sind die Toten. Das ist das hebräische Wort für Tod. Es sind so viele, unendlich viele Tode, Tode, erweckte Tod, haben wir gerade geschaut, im Lateinischen heißt es so viele, unendlich viele Möglichkeiten, die du denkst. Es sind aber immer Gedankenwelten. Das wäre jetzt These und Antithese und eine ausgedachte Synthese. Das wäre jetzt der, der sich Geist und Materie ausdenkt. Ich sage, ich denke mir einen Geist aus und die Materie. Ich denke mir einen Denker aus und seine Informationen aus. Ich kann auch sagen, ich denke mir einen Adam aus. Denker und Ausgedachtes. Geht der Monismus von der Existenz nur einer Substanz aus? Es lassen sich drei grobe Richtungen des Monismus identifizieren. Und jetzt pass auf, da beginnt jetzt der große Fehler. Materialismus oder Physikalismus, wonach alles Materie ist. Es gibt nur Materie und nur physikalische und materielle Objekte. Objekt ist Objektus, ist immer was, was man anschaut. Und Wirkungen real sind. Sinusöffnungen. Das sind schon einmal Gedanken. Dies ist die in der Neuzeit mit Abstand populärste Ausprägung des Monismus. Das ist das, was ich sage, die letzten 100 bis jetzt ausgedachten 100 bis 200 Jahren. Seit 17. und 18. Jahrhundert, wo die Naturwissenschaft Oberwasser bekommen hat, hat es zu einer vollkommenen Entgeistigung der Menschheit geführt. Das gilt übrigens auch für alle Religionen, die raumzeitlich, unbewusst raumzeitlich denken. Wenn Christen hier nicht begreifen, wenn ich sage, wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, war ich, hast du vom Christentum überhaupt nichts verstanden. Vergangenheit ist etwas, was du jetzt denkst. Es gibt bloß ein ewiges Hier und Jetzt. Jetzt kommt die nächste Seite, die Spiegelung dazu, nämlich den Idealismus oder Phänomenalismus, wonach alles Geist ist und nur geistige Vorgänge real sind. Gleichgültig, ob du jetzt nur flackernde Lichter in dir selber, nur Existenz einer aufgespannten Berechnung, wenn wir das hier eingeben. Eine Variante dieser Auffassung wurde beispielsweise vom Georg Bergelet, Bischof Bergelet, vertreten. Die idealistische Ausprägung des Monismus findet sich heute nur noch sehr selten. Was noch eins drauf liegt, ist dann der Solipsismus. Das ist aber auch wieder ausgedacht. Ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Das ist das Einfache, das ist der Trick. Ich sage immer wieder, eine Kleinigkeit, wenn du nicht erkennst, eine winzige Kleinigkeit, zerstörst du das ganze System. Ich habe so viele einfache Beispiele, mein Kabelsteckerbeispiel. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Kabel ist nämlich wieder Abel. Das ist der, den der Kain, der Affenmensch, erschlagen hat in sich. Das ist der Geist in dir selbst, ist dieser Abel. Eine absolute Nichtigkeit, ein nicht denkbares Nichts, das aber letztendlich alles ist und alles erlebt. Wir denken uns jetzt ein Auto, ein Selbst, ein Auto. Wir haben ja vier verschiedene Ich. Das JCH, ICH rot und dann das, die zwei blauen noch. Den Menschen und den Körper des Menschen. Ausgedachterweise, blau. Und wir nehmen jetzt ein Selbst, diesen Komplex, ein Auto. Und es ist ganz wichtig, dass du diese tiefen Metaphern verstehst. Ich gebe dir jetzt den Schlüssel, ich rede von Brüssel zu Brüssel, du nimmst den Schlüssel, steckst um, versuchst das Auto zu starten und es passiert nichts. Ich zeige dich, ich mache die Motorhaube auf und ich habe den Motor rausgebaut und dann ist es logisch, kann das Auto nicht fahren. Jetzt machen wir dieselbe Situation, du siehst dasselbe Auto, du steigst auf und es passiert wieder nichts. Ich mache die Motorhaube auf, es ist der Motor drin. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe einen kleinen K-Abel, einen Kabelstecker abgezogen. Ein systemrelevanten Parameter, der kleine Kabelstecker, wo
die Strom zur Zündung führt. Oder zum Bordcomputer. Wie kannst du behaupten oder glauben, dass der Motor zum Autofahren wichtiger wäre wie dieser kleine Kabelstecker? Es darf kein Jota verloren gehen. Ich wiederhole das immer wieder. Diese Sätze haben eine unendliche geistige Tiefe, wenn du die verstehst. Mein Internetbeispiel, wenn du eine Internetadresse eingibst und machst nur statt .de, .de eine winzige kleine Veränderung, kannst du die Seite nicht mehr aufrufen. Ich will dir erklären, dass jeder Moment, jeder Gedanke, der in dir auftaucht, genauso wie er in dir auftaucht, ein wichtiger kleiner Kabelstecker vom Heiligen Ganzen ist. Du hast diese Gedanken weder zu bekämpfen noch in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Du hast sie geschehen zu lassen. Und wenn du den Zustand kriegst, dann musst du der sein, der wertfrei beobachtet, wie du werdest. Weil deine Wertungen nämlich auch Informationen sind. Wenn du sagst, das will ich nicht und es stimmt nicht und damit will ich nichts zu tun haben. Das ist jetzt die Sache, wenn eine Holofeeling entheiligt, indem sie ständig Holofeeling-Sätze benutzen, um ihre eigenen Dummheiten und Geistlosigkeiten zu rechtfertigen. Und im tiefsten Inneren noch so unendlich voller Wünsche getrieben sind, wenn wir jetzt in diese Patatute-Vorlesungen reingehen, wo es immer heißt, du musst dich komplett von dem materiellen Denken lösen. Sonst wirst du die geistliche Welt nicht betreten. Und wir machen hier kein religiöses Geschwätz, sondern reine Philosophie in der reinsten Ausformung. Das heißt, alles, sobald ich denke, alles ist Geist, muss ich zuerst einmal wissen, was Geist ist. Das ist das Beispiel, Geist ist dasselbe wie nichts oder wie Gott oder wie Wetter. Geist ist jetzt zuerst einmal ein Wort, einfach nur ein Wort, das da steht. Und dieser Geist ist mit Sicherheit nicht nichts und auch nicht mächtig. Und dass geistige Vorgänge real sind, das sind alles Vorstellungen, die du in dir aufbaust. Und es ist so unendlich einfach zu erkennen, was bin ich selbst und was sind meine Gedanken. Ich bin mit Sicherheit nicht ein Gedanke, den ich denke. Und sobald ich mir an den Denker denke, ist der auch ein Gedanke. Und sobald ich mir einen ausdenke, der sich den Denker ausdenkt, ist der auch ein Gedanke. Und sobald ich mir einen ausdenke, der sich wiederum an ausdenkt, der sich an Denker ausdenkt, ist das auch ein Gedanke. Du stehst vor allem, was existiert. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du deine eigene Ewigkeit erkennst. Und dann bist du ich. Also eine Variante dieser Auffassung von Bergelee haben wir, diese idealistische Ausprägung des Monismus findet sich heute nur noch sehr selten, weil das komplett zerstört wurde durch deine Naturwissenschaft. Und wenn ich immer von Selbstheilungskräften rede, es geht nur noch irgendein Scheißdreck, Medikamente verkaufen, auch die ganze Schulmedizin ist genauso verhurt wie die ganze physikalische oder chemische Naturwissenschaft. Es geht um Kapital und das ist euer todbringendes Verbrechen. Euer meine ich jetzt unbewusste Geister, die mit aller Gewalt versuchen, ihren Trockennasen auf dem Körper am Leben zu halten, obwohl ich immer wieder sage, du hast nicht einmal die einfache Metapher vom Säugling bis zum Kreis verstanden. Da gibt es nichts. Du kannst sterbliche Säugetiere mit dem Enosch, wie die hebräischen Wörter letztendlich für Menschen, Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe schon gesagt, die Materie, MT, Metim. Das heißt, die Leute, die Menschen auf Hebräisch, das sind sterben, tot sein, lass die Toten ihre Toten begraben, verdammt nochmal. Ich bin der, der ich bin und der ich schon immer war. Und du bist ein Teil von mir und wenn du das verstanden hast, bist du ich. Darum heißt es, ich bin du und du bist ich. Das ist dieses Spiel, die Toten des Meeres. Alle ausgedachten Menschen sind doch jetzt nur Gedanken, die du denkst. Denk doch jetzt einmal an deinen Körper und versuch dir möglichst lang am Legband als auseinandergeschmissene Polarität am Leben zu halten. Da darfst du dann nichts mehr anders denken. Das wird dir nicht gelingen. Jetzt denk an irgendwelche geliebten Menschen, die dir sehr am Herzen liegen. Denk die. Die sind immer nur dann da, wenn du sie denkst. Die kommen aus dir, in dich, in deine als Information. Dann kannst du noch sinnlich auf die VR-Brille holen, vor dich hinstellen, dass sie in einer gewissen Entfernung in den Raum um dich herum zu stehen scheinen. Die sind immer deine Information. Wären es nicht deine Information, könntest du es nicht wahrnehmen. Das ist eigentlich hier dieses Verrückte, wenn man die Persona, sind wir im letzten Selbstgespräch drauf reingegangen. Wie sieht es denn aus mit der Perspektive? Das Bar heißt nach wie vor um dich herum. Genau. Perspektive, Spekulum. Da kommen wir jetzt zu dem Spiegel. Da bin ich so oft drauf eingegangen. So, und jetzt kommen wir zum dritten. Das ist der angeblich neutrale Monismus, wonach sowohl physikalische als auch geistige Vorgänge, die wir uns jetzt ausdenken. Beides ist was Ausgedachtes. Ein drittes
unabhängiges Prinzip zugrunde liegt. Aber selbst dieser ausgeschlossene Dritte ist in dem Moment schon wieder was Ausgedachtes. Das wäre jetzt hier physikalische Vorgänge, geistige Vorgänge und der Dritte, aus dem diese beiden entspringen. Und sobald ich mir diese Synthese denke, ist die eben auch was Ausgedachtes. Und darum sage ich, das sind jetzt die drei in unseren Tetraeder, wo man nochmal drei gespiegelt dagegen stellt. Aber das musst du momentan gar nicht wissen. Es geht definitiv, dass der ausgeschlossene Dritte du letzten Endes selbst bist und den musst du rot machen. Und rot ist schlichtweg und einfach nicht denkbar. Die Grundvoraussetzung für ewiges Dasein ist, etwas zu werden, was in keinster Weise als Ding an sich existiert. Alles, was existiert, ist nicht ewig. Es existiert nur, solange es von dem Ewigen gedacht wird und er tauscht ständig seine Oberfläche aus. Es gibt zwei Prinzipien. Man kann der Auffassung sein, es gibt noch mehr Prinzipien als nur zwei. Mhm. Auf jeden Fall, der Monismus geht von einer Weltebene aus. Das alles lässt sich daraus ableiten. Interessant, eine Weltebene, wir wissen, Welt, ELD heißt der polare Rand. Rand. Der polare Rand. Und die Ebene ist die Nulllinie. Das ist unser Wasserspiegel, unser Rai, den wir uns jetzt immer noch ausgedehnt denken. Genau genommen ist es der Punkt im Zentrum der Kamera Obscura. Was man für, sagen wir mal, antagonistische Prinzipien hält, ist im Grunde genommen nur eine Manifestation eines Prinzips. Oder man sagt, es gibt in der Tat grundlegend verschiedene Seinsebenen. Das kann man ja auch mit der physisch-sinnlichen Welt und der metaphysischen Welt sagen. Es ist ja genau das Gleiche. Da gibt es ja auch den Dualismus und den Monismus. Und dualistisch im Sinne der Gut-Böse-Frage ist einfach die Annahme, es gibt das Böse und es gibt das Gute als zwei ontologische, in der tiefsten Wirklichkeit verankernde Prinzipien, antagonistische Kräfte. Das eine kann das andere nie vollkommen eliminieren. Das ist immer da. Beide Prinzipien sind immer da. Das ist das hebräische Wort von Gut. Ich stelle es nochmal rein. Eine gespiegelt aufgespannte Polarität, das ist das Gute. Die Spiegelung ist das absolute Wissen, das definitiv kein Oben ohne Unten existiert, keine Gesundheit ohne Krankheit. Ich sage immer ganz einfach, es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellental. Und wenn ich jetzt mir die Badewanne nochmal denke, mein Bad, meine Badewanne, diese polare Öffnung, dann kriegst du was Abgetrenntes. Der Vater trennt in sich in GE-Quadrat, halt Abgetrenntes, kriegst du jetzt Beall. In Gott heißt es. Beall. In diesem Nichts entsteht ein Ken. Und unser Kern, wissen wir, das ist das Fundament. Die Basis, das griechische Wort Basis, heißt übrigens, worauf man tritt, ursprünglich. Das ist der Hinde, der Jakob, genau. Wenn er zum Hingen anfängt, diese Situation hast du immer hell, dunkel, wenn man in der Wiege liegt, das Kind, das Gotteskind. Und diese Basis, ein anderes Wort dafür im Lateinischen, das Fundament F unter, da haben wir die Welle schon drinstehen, wenn du sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist jetzt deine Gedankenwelle, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Tausendmal erkläre ich das. Wenn du das wirklich verstanden hättest, hättest du kein Problem mehr mit nichts und niemandem mehr, was in dir auftaucht. Weder mit Russland, noch mit Corona, noch mit Befürwortern, weil du weißt, ich denke es jetzt. Deshalb sage ich Cut. Das Cut ist schlichtweg und einfach. Übrigens, Cut ist gut. Weil nämlich der dritte Buchstabe ABC ist nämlich unser G. Mhm. Wenn ich jetzt das hier ganz normal schreiben würde, müsste ich jetzt hier gut so schreiben. Und jetzt hast du den Geist und eine aufgespannte Erscheinung. Geist, ganz rot gelesen hast, das Geist ist verbunden, dass in einem Punkt alles gleichzeitig da sein, die der Urknall bevor er geknallt hat. Wenn man aus dem Geist, aus dem roten G ein blaues machen, wird das Gehirn symbolisiert, einen Verstand, einen Intellekt und das wird jetzt erzeugt, Facetten, aufgespannte Erscheinungen, das sind deine Gedankenwelt. Hör endlich auf, erbärmlich zu jammern, sondern ja mehr, mit Freude. Geistreich denken, nochmal DN, geöffnete Existenz heißt Urdein, Ken heißt jetzt F unter, eine geöffnete Welle bedeutet Gott für alles, was in dir auftaucht, danken. Danken heißt geistreich denken. Für jeden Moment, weil jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein winziges Puzzlestück. Denk wieder an den Kabelstecker.
vom Heiligen Ganzen. Du hast daran nichts zu verändern. Und jetzt schau mal, was deine Logik, deine fehlerhafte Logik macht, was du willst und was du nicht willst. Nur Einseitigkeiten, ständige Einseitigkeiten. Das ist dieses Gejammere. Und jetzt kommt natürlich auch dann die Sache, er geht jetzt kurz auf den Satan ein. Immer da. Der Mensch hat diese Prinzipien hinzunehmen. Er kann nicht das eine auf das andere zurückführen. Das ist vollkommen anderes. Übrigens in den meisten religiösen... Da würde ich jetzt aber widersprechen, es ist einfach nur eine Spiegelung. Zwangsläufig dann zwar was vollkommen anderes, weil hell was vollkommen anderes ist wie dunkel und gesund was vollkommen anderes ist wie gesund. Aber es gibt definitiv das eine nicht ohne das andere. Die Badewanne, wo ich gerade sage, wenn du eine Badewanne denkst, dann haben wir einen Wasserspiegel und wenn wir hier Wellen reinmachen, wirst du feststellen, arithmetisch gesehen bleibt der Spiegel immer bei Null, weil alles, was über die Wasserspiegel herausgehoben wird, fällt unten. Das heißt, das ist es. Es ist alles heil. Nochmal, dieses Heil ist immer, die Heiligkeit befindet sich hier und jetzt in diesem absoluten Zentrum, auch wenn wir drumherum was aufspannen. Ich bin kurz eingegangen auf das Hiero. Dieses Hier, das ist diese Hieroglyphen, das heilige Grau, im letzten Selbstgespräch angesprochen, ich sagte, das heißt eigentlich Gott, Gott ist heilig. Die hier sind die O, die kreisenden Glyphen, Gall, Kreis O, die kreisenden Wellen sind Augenblicke von Wissen. Wenn ich jetzt, das kann ich komplett erklären. Es ist immer hier, in dem Hiersein steckt die Heiligkeit mit drin. Das ist dann die heilige Zunge eines Wahrsagers. Den hörst du gerade zu. Die Hieroglyphik. Die Priester, die Früchte. Dieses heiligen E-Quadrat ist das heilige Geheimnis. Die heilige Schrift, die heilige Schrift kann und auslegen. Das machen wir hier. Es macht alles, was du Naturwissenschaft und Schulmedizin nennst, wird zu einer absoluten geistlosen, im wahrsten Sinne des Wortes geistlos nachgeäfften Dummheit. Strömungen, auch spirituellen Strömungen, ist das sogenannte Böse dem Guten untergeordnet. Also das wäre auch nochmal eine andere Frage. Ja. Das wäre gar kein reiner Dualismus dann, wenn das Böse... Nein, im Judentum zum Beispiel ist es so, da gibt es ja in dem Sinne den absoluten Widersacher gar nicht. Der Satan ist eigentlich eine Bezeichnung für Engel oder einen Menschen, das ist, wo ich zigfach darauf hingewiesen habe, da können wir jetzt dann gleich wegmachen. Der Satan, wir haben hier zwei Möglichkeiten, wir können diesen Scheitern, er weist ja auch auf den Hiob hin, das ist eigentlich der Gegner. Du legst die Worte schon wieder einseitig aus. Der Widersacher, der Teufel, wieder werde ich verleumden, verfolgen, befehlen. Ja, das macht er. Es ist eigentlich der Satan ist der Staatsanwalt Gottes. Wie habe ich das zu verstehen? Ein Staatsanwalt ist ein Rechtsanwalt. Wenn du angeklagt bist, dann gehst du zu einem Rechtsanwalt, der soll deine Vorstellung von Recht für dich verteidigen. Und der Staat, der Staat ist das göttliche, ich sage mal ganz einfach, das Land Gottes, das Himmelreich. Und wenn du da rein bist, musst du dich an die Gebote dieses Himmelreichs halten. Und wenn einer diese Gebote bricht, hat der Staat einen Rechtsanwalt, der seine Gebote verteidigt, und das ist der Satan. Das ist der Staatsanwalt, ist der Rechtsanwalt Gottes. Das wird sehr, sehr doll in dieser Hiob-Geschichte dargestellt. Das ist einmal den Satan, aber wir haben dann natürlich dann auch noch die Dämonen. Das sind ja die Schad, das sind die logischen Öffnungen. Interessant ist, dass das hier der böse Geist in der Brust. Und jetzt muss man jetzt erst einmal wissen, die Brust. Reden wir von der Brust eines Mannes, von dem Brustkorb, das ist Chasa, das heißt komischerweise hast du es auch im Geiste sehen. Das ist die Brust. Das heißt wirklich in allen Wörterbüchern auch im Geiste sehen, schau nur im Geiste, alles was du siehst, siehst du im Geist. Du erblickst alles in deiner Brust. Und jetzt denk dir einfach mal, diese Brust, wo ich hier schon angesprochen habe, das ist der Thorax übrigens in medizinisch, da haben wir schon die Thora. Das ist unsere Reihe, der Brustkorb. Und auf dem Brust hängt jetzt das Weibliche drauf und das sind jetzt die Schadim. Schad, das ist nämlich auch die Brust, aber das ist ein böser Geist, die Mutterbrust, Mut. Wir haben wieder unser MT. Genau. Die Mut in einer Reihe. Das heißt, diese zwei Brüste sind die Schadim.
Und das sind die Dämonen, das heißt, wir machen auf dem Brustkorb, schau bitte mal ein Bild an, wir machen auf dem Brustkorb jetzt zwei, und das ist das Joch, was du hochhebst, diese zwei Fleischbällchen mit den Watzen drauf. Das sind übrigens die DD. Das sind zwei Öffnungen, das sind zwei Anfokussierungen, die Fokuspunkte, das sind jetzt die Brustwarzen. Genau. Der weiblichen, die Zitzen. Das ist auch Liebe, aber das ist blau. Das ist das Kind, saugt sich da fest, plus D, minus D. Das sind hieben vier und drüben vier. Das sind unsere Spiegelungen. Ja. Die sind geschlossen oder geöffnet beide. Es wird jetzt zu weit führen, wenn ich dir das genauer erkläre. Die Sprache ist Arithmetik, das sind physikalische Formen. Aber wichtig ist, dass das Wort Dämon steckt übrigens, wenn ich das anders vokalisiere, die Dame mit drin. Ja. Die Damen ist immer das Weibliche. Das Weibliche steht prinzipiell immer nur für die reine nackte Logik. Die Logik gebiert mehr oder weniger unser Programm und unsere Software gebiert die Bilder, die bringt die auf die Welt. Aber das muss befruchtet werden von Geist. Bedeutet ursprünglich Schöpferkraft und Schicksalsmacht im Griechischen, wenn wir jetzt das genauer analysieren in der Etymologie, eine warnende und mahnende Stimme des Gewissens. Das ist zuerst einmal Daimonios, heißt täglich Gott gesandt, von Gott kommend, auch wie der Satan im Hiob. Geh und mach mit den Hiob, was du willst. Ich will schauen, ob der mich nur deshalb liebt, weil ich ihn jeden Wunsch erfülle oder ob meine Gebote hält. Oder göttliches Wesen und Gottheit, aber auch Schicksalsmacht und Gotteswillen, die göttliche Stimme im Inneren. Erst durch falsch gelehrtes Christentum wurde das Wort Dämon zu etwas Böses und pervertiert. So wandelt wie immer alles nach Christentum, alles, was Aufklärung ist, die Aufklärung, wie die Welt funktioniert. Wir wissen ja, Newton ist richtig und Goethe ist schlecht in der Farbenlehre. Es geht prinzipiell um die Einseitigkeit. Einseitigkeit ist immer Entheiligung. Impfen ist gut, nicht impfen ist schlecht. Oder nein, nicht impfen ist gut, impfen ist schlecht. Solange du da noch zerrissen bist, die Russen sind die Bösen, wir sind die Guten. Ein absoluter Blödsinn. Ich kann es immer wieder sagen, du wirst feststellen, dass deine jetzige Meinung um 180 Grad, egal was du glaubst, verkehrt ist, interessiert dich für die andere Seite. Dreh es um 180 Grad. Wenn du jetzt in dem Wahn lebst, dass der Russe was Böses ist, ich wiederhole es nochmal, geh in dein Internet und zeige mir eine einzige Internetseite, wo in dem Nachkriegsdeutschland Russland in irgendeiner Art und Weise Deutschland gedroht hätte oder irgendwie was Böses wollte von Deutschland. Die wollten immer nur geliebt werden. Und das hat mir ihnen verwehrt. Und es sind mehrere, jetzt denken wir uns, Cut. Jetzt sage ich Cut und wir denken jetzt bewusst auf Worte uns was aus. Du kannst jetzt einen Willy Wimmer ausdenken, der war Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Du kannst dir mehrere ausdenken, die jetzt Ältere den Mut haben zu sagen, auch in der Russlandkrise. Putin hat von beiden ganz klipp und klar verlangt, ich will jetzt von euch, was ihr uns zigfach versprochen habt, schriftlich, dass ihr nicht keine Osterweiterung der NATO macht. Und Biden hat es abgelehnt. Das ist ganz normale historische. Geh rein, er hat abgelehnt zu sagen, nein, wir werden nicht weiter die Truppen vorrücken lassen Richtung Russland. Das ist die Ursache, wieso der Putin eingerückt ist in die Ukraine. Es wäre nicht passiert, wenn der Biden einfach sagte, gut, lass uns das Ukraine, wie der Name sagt, bleibt Grenzgebiet. Wir halten es einigermaßen auseinander. Das ist jetzt die Geschichte, die wir jetzt vervollkommnen. Aber es bleiben Geschichten, es bleiben Cut. Wenn ich sage Cut, heißt es nicht, dass da was nicht ist. Es ist doch jetzt. Es ist jetzt, ja, weil du das denkst, was richtig du aus den Worten magst. Das ist das Wichtige. Was magst du aus den Worten? Also das Gut und Böse machen wir jetzt nochmal weg. Jetzt schauen wir uns die Endzeit an. Genau zuhören. Es gibt ja ein berühmtes Märchen, Mosers Volksmärchen, über einen Spiegel, einen Zauberspiegel, der befragt werden darf. Ein Zauberspiegel, der befragt werden darf. Dieser klassische Spiegel, der befragt wird, das ist immer unsere Reihe. Das ist das Schauspiel in einem Spiegel. Der Spiegel bist du selber, das ist der Kopf des Schöpfergottes. In dem spielt sich alles ab, in diesem Spiegel. Ja. Das ist die ganzen Spekulumsaspekte, die ganzen Aspekte. Ich kann da immer wieder nur drauf eingehen, wenn du dieses SB-Eck. Das ist so simpel, wenn man das Prinzip einmal, du hast ein Universallexikon, du brauchst bloß da reingehen. Da hast du zuerst einmal deine polaren Ecken, denk wieder an die Buchseiten, wo du dich rein fokussierst. Und das ist eine Schwelle. Und wir wissen jetzt, Shin ist immer der Logos, eine logisch aufgespannte Welle. Wir können natürlich auch Schwa lesen und dann kriegst du zuerst einmal
dieses Nichts und dieses diese Nichtigkeit auf der einen Seite und dann die Lüge. Die Lüge ist das, was du aus dem Nichts herausdeckst. Du bist, wir sind dieses absolute Nichts. Und wir denken uns aus unserem Nichts was heraus. Du Urknall, bevor er geknallt hat. Und das sind jetzt alles Falschheiten, Eitelkeiten, Gehalt, Trug, Unheil. Übrigens, Unheil. Aufgespannte Existenz ist immer Heil. Plus und Minus. Eine Welle ist immer eine aufgespannte Existenz. Und das führt dich dann zwangsläufig wieder zu dem HWH. Wenn ich das Heil, ist es, wenn ich beide Seiten Plus und Minus gleichzeitig habe. Ansonsten ist es das Unglück, das kann ich auch Unheil nennen, aber da habe ich ja das Gall. Unser Gall ist das hebräische Wort für die Welle. Dann habe ich ein Verderben, bistabil erweckte Generation, DR, eine geöffnete Berechnung, ist immer eine polare Existenz, das ist der Sohn. Und der Sohn ist der Adam. Und der Adam ist sehr wenig Haber, normal übersetzt männlich und weiblich, genau genommen heißt es Denken, G, E-Quadrat denken, Gedenken, und ein unterirdischer Gang, dann bist du über den Jordan gegangen. Ja. Wenn du über den Jordan dieses, dann wirst du Erd, I-R-D, weil I-R-D, dann wirst du Erd-Isch. Ja. Das ist das hebräische Wort. Jetzt wanderst du aus dem heiligen Israel aus, und du gehst hinunter, du steigst hinab in deine Traumwelt. In diese Traumwelt, wo Milch und Honig fließt. Und wenn du über den Jordan gegangen bist, lass die Toten ihre Toten begraben, dann bist du verschieden. Wenn jemand tot ist, sagt man auch, der ist verschieden. Was heißt das verschieden? Verschieden heißt, ich bin noch ein anderer wie die Ritter, ich bin noch ein anderer wie der Holger, ich bin noch ein anderer wie der sich dieses Video anhört. Das bezieht sich aber doch schon wieder auf ausgedachte Brösel. Das Absolute geht um was ganz was anderes. Das ist der Spiegel, lass uns weiter zuhören. Er darf er befragt werden, gibt auch Antwort. Es zeigt sich dann auf dem Spiegel. Man darf fragen. Wenn es ernsthafte, existenzielle Fragen sind, dann werden sie beantwortet. Sie erscheinen. Wenn du ernsthafte, existenzielle Fragen an mich stellst, dann beantworte ich dir die. Das ist meine Sache mit der Kategorie 1, der Kategorie 2 und der Kategorie 3. Genau. Jede Frage, die du stellst, die sich auf irgendein Phänomen bezieht, auf einen Gedanken in Raum und Zeit, dass du irgendwas willst, zum Beispiel gesund sein ist eine Einseitigkeit, dass du fragst, wer hat es entdeckt, wer hat es erfunden, wann ist der Krieg gewesen, das ist vergänglich, es bezieht sich auf Existierendes. Das sind keine existenziellen Fragen. Existenziell ist die Frage, wo kommen diese Existenzen alle her? Kategorie 2 Fragen sind Fragen, ist jetzt das richtig oder verkehrt, ist es gut oder böse, ist auch eine Entheiligung. Und die Kategorie 3, die rote Synthesefrage, ist zuerst einmal die Frage, warum ist das jetzt, was ich jetzt sehe, warum ist das da? Und die Antwort ist ganz einfach, die kannst du dir sofort beantworten, weil ich das jetzt denke, weil ich das jetzt träume, deshalb ist es da. Und warum träume ich das jetzt? Weil ich noch einiges zu lernen habe. Weil du musst nur schauen, wie du auf das, was jetzt da ist, reagierst, wie du das einseitig auslegst, wie du das entweder bloß als gut definierst oder nur als schlecht definierst, als richtig oder verkehrt definierst, oder wie es dir Angst macht, wie du es nicht haben willst, wie du es vernichten willst, egal was du willst, dann hast du dieses Prinzip nicht verstanden, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, ein Hieroglyphe, ein kleiner heiliger Moment ist aus dem heiligen Ganzen, eine Unterheiligkeit. Ein Kabelstecker ist ein kleines, den ich jetzt denke, ein kleines heiliges Fragment aus einem Auto oder aus einem Computer oder sonst was. Und wenn ich den wegmache und nicht mehr haben will, dann zerstöre ich das heilige Ganze, dann funktioniert dieser Selbstbeweger, dieses Automobil nicht mehr richtig. Einen auf diesem magischen Spiegel. Aber zwei Dinge zeigt der Spiegel nicht. Frage aus Neugier, aus Gier und was die Zukunft betrifft. Dann Frage aus Neugier. Das ist immer, das Neue ist der Neo in unserer Matrix. Und die Gier, mach einfach das ganz rot. Gier heißt der Geist Gottes, der in dir erwacht. Der kleine Gott, der kleine Geist, das will ein göttlicher Geist werden. Dann fragst du immer aus Neugier. Und ich sage ganz definitiv, wenn du als Brösel unter Brösel Gespräche führst,
Geist hinter der Persona, hinter der Maske zeigt sich durch Neugier, sobald du jemandem was hinfährst, wo seine Logik abstürzt und sagt, das stimmt nicht, das ist verkehrt. Du erklär mir, was offensichtlich erkennst du und siehst du was, was ich nicht kenne. Ich bin neugierig drauf. Dann ist ein Geist des Wunder. Einer, der nur rechtfertigt und recht haben will. Den kannst du total vergessen. Das ist eine tote KI, eine Maschine, die nur ihre Logik am Leben halten will. Verdunkelt sich der Spiegel. Wie ein Dann verdunkelt sich der Spiegel. Da liegt drüber. Das geht nicht. Also dieser Spiegel ist dann blind. Der Spiegel ist dann blind. Und das ist natürlich ganz interessant, dass dieses Wort blind und blenden im Hebräischen, wenn wir jetzt reingehen, das ist die Abra wie der Adam und diese vorgestellte menschliche Geschichte, dass der aus dem Paradies herausgeschmissen wurde. Da kommt dann dieses, sie machten sich ein Kleid aus Or. Sie hielten ein Kleid, eine Hülle, ein Leder, heißt es auch, Le-T-R. Jetzt haben wir wieder dieses kleine Spiel. Wir haben ja die alle im letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen. Dieses Or ist es Licht. Ur ausgesprochen heißt es Feuer und Or ausgesprochen heißt es Licht. Wenn wir die 1 mit der 70 austauschen, haben wir auch Or. Wird genauso ausgesprochen und jetzt kriegst du die Haut, jetzt wirst du das in wahrgenommene Zeichen, dann haben wir Leder, Le heißt auseinandergeschmissene, geöffnete Berechnung, das ist das, was dich einhüllt in deiner Peripherie, das ist jetzt deine Tierhaut und das hast du auch blind machen. Ja. Alles, was dich einhüllt, die ganze Peripherie um dich herum, die Perspektiven, wo du dich hinfokussierst, das dich einzuhüllen scheint, du bist der absolute Mittelpunkt in deiner Traumwelt. Egal, wo du dir was hindenkst, vor dich hin, dann fällt es hinter dir, über dir, wenn du schaust, fällt es unter dir, schaust du nach rechts, fällt es links. Das habe ich so oft erklärt. Dann bist du blind für die Ganzheit, weil die anderen Seiten trotzdem da sind. Wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt gesund, bist du im selben Moment auch krank. Du meinst, ich war vorher krank. Wenn du sagst, ich bin jetzt krank, bist du im selben Moment auch gesund, bloß du sagst, jetzt ich war vorher gesund. Wenn du sagst, jetzt ist es hell, ist es im selben Moment auch finster. Denk wieder an meine Erdkugel, die du dir jetzt in einem Traum ausdenkst, in einen Raum, den du vor dich hinstellst, der aber letztendlich, wo du das Zentrum bist, wo du genau die Mitte bist. Und ich finde das ein schönes Bild. Bild, ein schönes Bild. B-I-L-D heißt im Kind. Ja. B-I-L-D. Absolut korrektes Hebräisch. Hat ja mit dem Deutschen angeblich nichts zu tun. Das heißt im Kind. Aber in einem Gotteskind, der bewusst geworden ist. Wir machen hier keine Religion und Esoterik. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich, OB, werde dir zeigen, dass es die größten geistlosen Affen sind, die es überhaupt gibt. Und die sind deshalb, weil du sie denkst und sind sie nur dann, wenn du sie denkst. Was hast du bisher gedacht, wenn du an Menschen denkst? An gescheite Menschen, an dumme Menschen? Es bleiben deine Vorstellungen, die du hier und jetzt in dem Moment erschaffst, wo du sie denkst. Ein Volksmärchen von Musaeus, da muss man vorsichtig sein. Trotzdem mag es im Räderwerk der kosmischen Dinge. Was ist der Kosmos? Kosmos heißt doch nur Ordnung. Ein ewiges Räderwerk. Da musst du dann irgendwann nochmal wissen, was eine Ewigkeitsmaschine ist. Da bin ich drauf eingegangen mit den Zahnrädern, wenn wir von Übersetzungen reden. Wir machen ein unendlich kleines Zahnrad am Anfang und dann machen wir eine Über- bzw. Untersetzung. Das Zahnrad legen wir auf ein größeres, schau das Bild an und die Achse machen wir nochmal ein größeres Zahnrad und wenn sich das dreht, wirst du feststellen, umso weiter wir jetzt in diese Richtung gehen, in dieser Untersetzung, wird sich das immer langsamer bewegen. Jetzt machen wir mal ein Extrem, wir machen das erste Zahnrad, machen wir unendlich klein und es dreht sich mit Lichtgeschwindigkeit und das andere Zahnrad machen wir unendlich groß und es dreht sich gar nicht mehr, das ist die Ewigkeit. Und du kannst die aneinanderlegen, weil das das Spiegelbild ist. Das ist nämlich dasselbe. Habe ich auch schon reichlich erklärt, auch wenn es im ersten Moment für dich vielleicht vollkommen unlogisch erscheinen wird. Gib einfach mal Unendlichkeitsmaschine an, die kann man sogar mit Lego, kann man sich sowas zusammenbauen. Einen Zeitpunkt geben, der schon festgelegt ist. Aber es kann ja auch sein, dass im Zuge dieser galaktischen Konstellation... Da merkst du jetzt, wie... Dieses Pixelmännchen, wenn du aufpasst, dem ganzen Wissen noch verloren ist in diesem unbewussten chronologischen Denken. Wir reden von einer Endzeit, einem Zeitpunkt, der schon festgelegt ist. Das ist das ewige Jetzt.
Das ist die Ewigkeit, die ewige Zeit, die in einem Punkt zusammenfällt in der Einsteinformel. Ich sage immer wieder Ewigkeit, solange du noch Zwang hast, bei Ewigkeit vor was Ausgedehnten einer Vorstellung in dir aufbaust. Nein, es ist das Jetzt. Alles, was passiert, ist jetzt, war schon immer jetzt und kann immer nur jetzt auftauchen und jetzt vernichtet werden. Und da, das läuft jetzt in eine Sackgasse rein, weil es ewig philosophiert, wann kann das in der Zukunft passieren und wann wird es sein und der Zeitpunkt ist eigentlich schon festgelegt und bla bla bla, diese Angstzustände in ganzen verkehrt gelehrten Religionen, die hier von Weltuntergangsutopien reden und dann machen wir jetzt gleich das Nächste, dann machen wir auch weg. Utopie und Dystopie. Wir schauen uns das da mal diese Worte an, diese Utopie einer möglichen zukünftigen, meist fiktiven Lebensform. In der Zukunft wird nicht sein. Du musst eine Utopie draus machen und dann kriegst du Udo. Pi ist die Weisheit Gottes und das ist E². Dann musst du ich werden. Da gibt es kein zukünftiges mehr. Das, was ist, ist immer hier und jetzt. Und das Ficken, die fiktive Lebensform, dieses fiktive Ficken. Fick dich, du fickst dich ständig selbst. Das ist das da mal geschlechtlich verkehren zwischen Mann und Frau. Ausdruck drastisch ab- und zurückweisen, betrügen, hereinlegen, Narben verspotten, hart hernehmen, schikanieren. Was aber, wenn du ursprünglich jetzt dir das tiefer anschaust, wirst du feststellen, dass dieses Ficken, von mal schauen, ob das ist, das einfach hin und her bewegen. Genau. Das da mal miteinander schlafen, das ist immer wieder die ersten Übersetzungen, sehr reiben. Im Spiegel ist eine ballade Existenz. Jucken, kratzen, kurze und rasche Bewegungen machen. Tick, tack, hin und her, hin und her. Taucht auf und verschwindet. Kurze und rasche Bewegungen. So ist. Das passiert im Schlaf. Wir tauschen ständig Bilder aus, aber jedes Bild, das du denkst, denkst du jetzt. Okay, einer zukünftigen Lebensform, das ist alles Hönwigs, moderne, naturwissenschaftliche, geistlose Hönwigserei. Das Wichsen ist wieder dasselbe. Hat mit Ficken zu tun. Oder Geschäftsleute, die nicht an zeitgenössische, historische und kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. Das passiert mit Holofeeling, weil wir nämlich das ganze neuzeitlich-historische mit der industriellen Revolution, der modernen Naturwissenschaft, ist das Geistige in den Hintergrund getreten. Ich sage schon, wenn du ins 15. Jahrhundert reinspringst, wirst du feststellen, wann die ganzen Bücher wieder extrem geistreich waren. Wenn wir ins 13. Jahrhundert reingehen, 14. Jahrhundert, Meister Eckhart und so weiter, wirst du immer geistiger, wenn Spinoza, dann kriegst du absolut geistiges Wissen, Holofeeling, und es wurde immer mehr durch dieses materielle Denken, wurde das zerstört. Der Geist wurde entgeistigt in der Neuzeit. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du das erkennst. Das ist nämlich der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und dieses, die Utopie, so wie es ist, kommt eigentlich nicht an Ort und Stelle. Nicht ein Nicht-Ort, die Anderswelt, ein nicht existierender Ort, ein Wort. Schau mal bitte nochmal an, unser W. Mhm. Dieser Ort ist nicht da und nicht da, sondern der W-Ort ist in der Mitte und der existiert eigentlich nicht. Sobald was existiert, ist es was ausgedacht. Selbst ein ausgedachter Mittelpunkt, eine ausgedachte Ewigkeit existiert immer nur, solange du dran denkst. Eine ausgedachte Ewigkeit ist vergänglich. Ein ausgedachter Geist ist vergänglich und ein ausgedachter Gott ist vergänglich. Es sind nämlich schon erschaffene Dinge. AFF, die Schöpfung von zwei Facetten. Die in Utopie beschriebenen fiktiven Gesellschaftsordnungen resultieren aus einer Kritik der jeweiligen zeitgenössischen Gesellschaftsordnung und können als positive Gegenentwürfe gelesen werden. Was heißt es letztendlich, dass du immer ein gewisses kollektives Wissen in dir trägst, in einer Schwamminheit, wo alles damit verglichen wird? Das ist dieses einfache Prinzip. Jetzt kommt hier noch immer das Sprachspiel zwischen Utopie und Utopie aus Eugut, Topos. Lass mal das gut sein und als Gegensatz dazu hast du jetzt Dystopie, sind meistens in der Zukunft spielende Erzählung, in der eine erschreckende, erweckte, von Fürsten logisch berechnete Ecken und nicht wünschenswerte Gesellschaftsordnung dargestellt wird. Das ist das, wo dich der Kapitalismus hintreiben wird, wenn du ihn nicht rechtzeitig in dir vernichtest. Das todbringende Verbrechen, zu glauben, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast.
Deshalb wird eine derartige Fiktion ein Auf und Ab auch Anti-Utopie, eine Gegen-Utopie. Das ist ja, die Utopie ist ja das Positive. Oder auch selten eine Kacko, das kommt von Kacke, von Scheiße. Shit genannt. Die Dystopie ist das Gegenbild zur positiven Utopie. So, und dann hören wir doch mal schnell rein, was er da sagt, genau zuhören. Über eine apokalyptische Zwischenphase, wie auch immer, doch zu einem anderen Zustand führt, zu einer Terra Lucida, wie das... Noch mal eine apokalyptische, weiß ich nicht, ob es vorher ist, wenn wir jetzt gleich hören, Apokalypsis ist eine Enthüllung. Das heißt, die Hülle um dich herum, das, was dich einhüllt, Belud, das Blut, in dem du Belud heißt, in einer Hülle stecken, der Lot. Genau. Der ihm aus Sodom und Gomorra herausgeht, das ist diese Geschichte. Das ist nicht irgendwie Märchengeschichten, es ist streng verbunden, verwoben über die Zahlen, der Worte, der Buchstaben. Ich erzähle dir was mit den Physikbüchern. Und das Enthüllung heißt, du machst die Hülle weg. Du musst jetzt entschlafen, ein Begriff, der öfters im Neuen Testament vorkommt. Entschlafen heißt aufhören zu schlafen. Du musst irgendwann einmal wach werden und wach bist du dann, wenn du weißt, ich habe es nur mit meinen selbst erschaffenen Informationen zu tun. Und die existieren immer nur hier und jetzt, wenn ich das denke. Die Ukraine genauso wie hungernde Negerkinder oder leidende Tiere oder Menschen. Ich muss Gedanken von mir nicht retten. Ich rette diese Gedanken, wenn ich sie nicht mehr denke, hole ich sie heim in die Heiligkeit. Oder muss ich komplett losgelassen haben von dem vollkommen geistlosen Weltbild des Materialismus. Ich muss, und jetzt sage ich müssen. Einfach das erste und das zweite Gebot halten. Ich muss aufhören, mir ein Bild von mir selber zu machen, weil dann beginne ich zu existieren. Ich war ein sterbliches Säugetier und ich muss aufhören, mir ein Bild zu machen von irgendetwas da oben im Himmel oder da unten auf der Erde. Zack. Alle Bilder, Bilder im Kinderweg sind in mir meine Information. Ich darf mir selbstverständlich was an den Himmel hochdenken, aber ich darf nicht glauben, dass das da außen ist. Ich darf mir auch jetzt eine Ukraine oder Russland oder einen Einstein oder einen Sokrates ausdenken. Aber es ist hundertprozentig sicher hier und jetzt immer in den Kopf eine Information, weil ich es denke. Jakob Böhme nennt. Also gibt es eine Möglichkeit, aus der dunklen, der finsteren, der zerstörten Erde in eine lichte, in eine helle Erde zu kommen? Und da haben wir auch schon wieder die zwei Seiten. Das Dunkle und das Lichte. Ich kann das umdrehen. Das ist wie mit dem Plus und Minus. Ich erkläre es nochmal. Ich kann Plus als was Positives sehen, wo alles verbunden ist. Das wäre jetzt Krishna. Es wäre das schwarze Loch. Alles fällt in einem Punkt zusammen. Und das Weiße, das Weib ist das Ausgedachte. Das hebräische Wort für Weiß ist ja Leben. Das alles ausstrahlt. Die Logik, die alles ausstrahlt. Aber ich kann das Plus und Minus durchaus auch umdrehen. Wenn ich immer sage, unsere Trinität, der Heilige Geist, Gott, Vater, Gott, Sohn, ab. Ben. Eins wird zwei und zwei wird zur Existenz. Das ist die hebräischen Wörter für Ben, für Sohn. Oder Ab heißt auch aufblühen, der Vater, der in mir aufblüht. Ist jetzt das Minus als die absolute Verneinung, das absolute Nichts, ein absolutes Minus, ein Nichts? Oder setze ich als Minus was Abgetrenntes, was Ausgedachtes? Das ist eben dieses Bild, gibt es eigene Schriften drüber, aus zwei waren automatisch dann vier, unser Einheitskreis, und sobald ich mir die vier denken müssen, nochmal vier, da sind unser vier Positiv-Negativ-Beispiel. Eine Terra Lucida. Und das Dara ist natürlich, in Dara hast du schon den Daroa, den Aroa mit drin stecken, in der Dara, in der Erde, das erweckte Wissen. Ist möglich, die höllerlinische Friedensfeier? Ist es möglich, die Utopie der Mozartschen Zauberflöte oder Z-A-U-B. Der Beethovenschen Neunten Sinfonie, sind das? Deutsche Geist, deutsche Dichter- und Denkergeist ist unendlich. Mache ich jetzt gleich einmal weg, das lassen wir jetzt einmal gut sein. Und jetzt springen wir mal so ganz kurz hier in die Badadude rein. Da ist auch die 81 ist sehr interessant, die 34, 86, da könnte ich jetzt so viel dazu sagen. Lass uns da ganz kurz reinhören, das klingt immer so einfach, so biblische Märchengeschichten. Wir Materialisten ja nehmen das nicht für voll, aber ich muss mir das Wort Ende eigentlich schon nochmal, was ist das Ende der Erde? Deerwism ist ein generiert, das ist Sub. Das Bewusstsein UB ist. Ja. Und ich behaupte, dass ich du bin. Und dann haben wir eine generierte Erde und Erde ist erwecktes Wissen.
Und dieses END, wir können das nicht sehr vielfältig, wenn ich mir das anschaue, da steckt die Generation schon mit drin. Lass uns das mal anhören. Der Erde. Dass alle Erdenbewohner vertilgt werden, die nicht in das Reich Gottes gehören. Das sind alle die Tierchen, die du dir jetzt ausdenkst, Tiere kommen nicht in das Himmelreich. Richtig. Es gibt in den Offenbarungsschriften eine schöne Stelle, dass ich zuerst einmal sage, wir gehen einmal davon aus, dass Tiere, die kein Selbstbewusstsein bewissen, und da müssen wir jetzt ganz, da fällt mir jetzt gerade was ein, da springe ich ganz kurz mal hier rein, die kognitive Dissonanz. Das habe ich reingeschrieben. Willkommen bei Empologic. Fahren wir doch mal ganz kurz hier hin. Bist du ein Fleischesser? Ja? Du akzeptierst also, dass ein Lebewesen für dich getötet wird, welches... Das sind natürlich alles Hirnwichserei. Das sind jetzt, du hörst Worte, Cut. Wenn ich sage Cut, heißt es nicht, dass du was wegmachst, sondern du machst dir jetzt bewusst, was da ist. Das sind jetzt das damals ein geschriebenes Wort. Das kannst du ein Geräusch draus machen und da steht jetzt Fleisch. Fleisch. Und jetzt das schöne hebräische Wort von rechts nach links gelesen oder von links nach rechts. Das immer wieder darauf hin, das hebräische Wort nehmet hin, sage ich als Jesus, das ist beim Fleisch und esst es. Das heißt nämlich auch die göttliche Botschaft. Das ist die Kurzform dazu. Fleisch, eine Botschaft bringen. Ich bringe dir eine göttliche Botschaft. Das der Körper übrigens ist Rupp. Wenn wir jetzt hier, müsste ich Sanskrit dazu machen, wird zu weit für. Aber schau mal hier, das ganze Spiel, das wird hier gemacht. Wenn ich das jetzt hebraisiere, das ist ja das P-L-E-L-F, ich, Fleisch, von rechts nach links gelesen, heißt praktisch das Wunder des Daseins, der Gestaltwerdung. Ich ist immer das, was im Moment auftaucht. Wenn ich das jetzt, göttliche Botschaft, habe ich gerade gesagt, Becher. Du kannst es natürlich dann auch hier von rechts nach links lesen. Shi heißt dann das Geschenk und Elef, Aleph, Elef, das Geschenk des Einen, des Ab der absoluten Eins. Immer wieder spiegeln, immer die Spiegelungen von den Spiegelungen. Und jetzt kommt hier das Pfarr, das Stier, die Kuh. Das in den meisten Fällen nicht einmal ein würdiges Leben führen dürfte. Trägst du gerade vielleicht ein Kleidungsstück, welches in Asien gefertigt wird? Leid. Das ist wie Leid. Karl aufgespannte Leid. Existenz in deinem Geist. Wurde, vielleicht sogar von Kinderhänden. Du schummelst ab und zu bei der Steuererklärung, auch wenn du ganz genau weißt, welchen wirtschaftlichen Schaden das zur Folge hat. Du rauchst, obwohl es erwiesen ist, wie sehr dies die Gesundheit schädigt. Entspann dich. Ich möchte dein Verhalten gar nicht kritisieren oder bewerten. Ich bin mir aber sicher, dass während ich dir diese Fragen gestellt habe, du mindestens einen Gedanken hattest, der mit "Ja, aber" begonnen hat. Diesen Effekt nennt man in der Psychologie kognitive Dissonanz. Keiner sieht sich gerne in Konfliktsituationen, schon gar nicht mit sich selbst. Aus diesem Grund neigen wir dazu, eine gefestigte Meinung oder ein Verhalten zu verteidigen wie ein Löwe. Insbesondere, wenn eine Information auftaucht, die diesem widerspricht. Das ist genau das Problem eines jeden normalen Menschen, eines jeden Rechthabers. Ich habe gerade gesagt, Geist zeigt sich durch Neugier, Neogier. I, der Geist Gottes, der in dir erwacht, zeigt sich durch Neugier, dass du, sobald irgendwas in dir auftaucht, das deiner jetzigen Logik widerspricht, das ist genau die Kehrseite, das Verkehrte, das du zur Vervollkommnung brauchst. Massiv mit einem Ja, aber die Logik fängt an, dein Ego fängt an, sich zu rechtfertigen und zu schützen. Und dann gehen die Streitereien los und das ist das, was du hier im Bundestag oder egal wo es ist, wenn du das siehst, es ist so unendlich erbärmlich, was sich dir teilweise einspielt. Du hast natürlich eine ganz individuelle Traumwelt. Ich kann jetzt was ansprechen, was in dir vielleicht gar nicht existiert, weil du dort den Fokus nicht drauf hast. Aber du hast ganz, ganz gezielt, versteh das Prinzip, den Fokus drauf. Dass wenn jetzt zum Beispiel aktuell in Bezug auf diese Ukraine-Krise, Bundestag, ich habe das in vorhergehenden Selbstgesprächen, ist um eine Stelle sind Bundestagsvideos eingespielt. Wohlgemerkt, das sind Cut, es sind nur Pixelmännchen und du denkst dir darauf hin, was aus an Geräuschen. Wo hier im Bundestag diese 100 Milliarden Rüstungs Etat wieder diskutiert wird. Was hier wichtig ist, achte auf den Hintergrund. Es ist nur, du sitzt und hast einen Lautsprecher, der Geräusche macht, aber was hier hochinteressant ist. Die klatschen wie die Verrückten. Und was dann noch ganz, ich mache jetzt nochmal bewusst negativ, widerlich ist, und einige schreien von den Bundestagsabgeordneten, einige schreien ganz laut, Bravo, Bravo.
Sag mir, unendlich krank sind die eigentlich, wenn es die geben sollte, wenn ich sie nicht denke. Ich denke mir jetzt extrem kranke, geistlose Figuren aus. Kannst du das noch für voll nehmen? Wenn du eine Heiligkeit anstrebst? Es ist die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit, was die Grünen zurzeit machen. Es macht dann einfach nur sprachlos und jetzt sage ich, cut. Was ist jetzt die Ursache, dass du eventuell so reagierst? Du kannst doch nicht einer sein, der hier Bravo schreit und das vollkommen logisch sieht. Kognitive Dissonanz. Und da haben wir jetzt natürlich hier zwei Seiten. Da mache ich jetzt ganz kurz mal, wenn weitergehen. Das passt jetzt zu meinem Holger, was ich immer natürlich anspreche. Weiß er, dass Rauchen der Gesundheit im hohen Maß schadet. Da diese Information aber im Konflikt zu seinem Verhalten steht, versucht er sich dieses selbst schönzureden mit Aussagen wie: Ich rauche gerne, Rauchen hilft mir, mich zu beruhigen. Ich kenne Menschen, die haben ihr Leben lang geraucht und sind trotzdem über 90 Jahre alt geworden. Das macht das Ego. Und solange du Ego hast, wirst du leiden und du wirst die höhere Ebene nicht betreten. Je stärker wir von einer Ansicht oder einem Verhalten überzeugt sind, umso mehr verteidigen wir dies. Auch dann, wenn wir eigentlich wissen, dass andere Informationen... Auch wenn man weiß im tiefsten Innern, dass es nicht richtig ist, macht man es trotzdem weiter. Weil der eigentliche Glaube, der Schwamminhalt, ich bin zum Beispiel dieses Säugetier, du kommst in eine Phase mit Holofilm, dass du eigentlich im tiefsten Innern zu begreifen beginnst, dass du was anderes bist wie der Gedanke an deinen Körper, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Und dann kannst du tausendmal immer hören, dass du vom Säugling bis zum Greis im Durchlaufen dieses Lebens, das ständig wechselnde Bild im Hier und Jetzt, den dich selbst als den Geist, der diesen ständigen Wechsel von Informationen erlebt, den wir jetzt uns ja ausdenken, der ist ja vergänglich, der ist ja nur, wenn wir ihn denken, dass der eigentlich ein roter Geist ist, etwas nicht Denkbares ist, was immer ist. Selbst wenn du das verstanden hast, wirst du trotzdem ständig versuchen, deinen Körper am Leben halten zu wollen. Dir ist nicht klar, dass wenn du dich krank fühlst und dir Tabletten reinschmeißt, irgendwas, dass du mit der Krankheit nicht einverstanden bist. Dass du ständig was bekämpfst und du von meinem Satz liebe deine Feinde überhaupt nichts verstanden hast, aber dich Christ nennst. Bring mir doch deine Christen, die wir uns jetzt ausdenken, bring mir die auf der Brösel-Ebene und dann zeige ich dir, wie die so massiv voller Feindbilder sind. Oder bring mir die Juden, was haltet ihr von dem ersten und dem zweiten Gebot? Macht ihr kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde? Gott ist Stellvertreter auf Erden in Rom, die eigene Standwarte haben, eine vatikanische Standwarte. Hochgradig schizophren, oder? Die zutreffender sind. Um ein solches Verhalten zu verändern, bedarf es eine Menge... Das hat natürlich auch zwei Seiten. Das ist übrigens hier die, hier diese kleinen Videos, schön, das ist ganz interessant. Aber die leiden alle an denselben Fehler, ich nenne das immer ganz einfach das Kirchhoff-Syndrom, das zwar alles angesprochen wird, aber das eigentlich Wichtige, wenn du jetzt zum Beispiel Bewusstsein, gibt es ja ein qualitatives Bewusstsein und ein quantitatives Bewusstsein, das ist jetzt klassisch vereinfachte Psychologie. Und ich sage nichts, ist trügerischer wie die derzeitige materiell schulmedizinische, nehmen wir mal die Psychologie mit in die Medizin mit rein, ist genauso krank wie die normale körperliche Medizin. Da wird zwar alles angesprochen, aber das ist hochgradig kognitive Dissonanz. Bevor wir aber zu den Krankheitsbildern kommen, müssen wir klären, was Bewusstsein überhaupt genau bedeutet. Daher erfährst du in diesem Video erstens, was das Bewusstsein... Immer hast du mal hier das Gehirn hinmachen. Ja. ...des Menschen von dem Bewusstsein des Tieres unterscheidet. Es ist ganz einfach, ein Tier hat kein Selbstbewusstsein. Jetzt müsste ich aber wissen, was das rote Selbst ist. Das rote Selbst, das sich auch auf den wirklichen Solipsismus bezieht, kennt keiner. Das ist dieses Nicht-Existierende, das das Leben erlebt. Der eigentliche Geist, der ja nicht mehr existiert. Und Tiere werden nie göttliche Wunder erleben, weil wir denken uns jetzt, egal welche Tiere du dir denkst, ob du bis hoch bist zu Orang-Utan, zu Affen, zu Kühen, zu Käfern, zu Ameisen. Ich gehe mal davon aus, dass keiner dieser Tiere, die ich mir ausdenke, an irgendeinen Gott glaubt. Und solange du nicht an Gott glaubst, kann auch kein Gott da sein, der göttliche Wunder vollbringt. Aber gilt dieselbe nicht auch für Trockennasenaffen? Du glaubst nicht an Gott, wenn du sagst, ich glaube an Gott, weil dann glaubst du an den Gedanken von dir. Und dann hast du nicht begriffen, wer Gott ist. Gott ist der, der sich den Gedanken denkt. Und jetzt sage ich wieder, cut, stimmt nicht. Gott ist der, der sich jetzt einen ausdenkt, der sich den Gedanken Gott denkt. Genau.
Das Prinzip musst du verstanden haben. Zweitens, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um überhaupt von Bewusstsein zu sprechen? Das ist jetzt, und du wirst jetzt merken, die reden von einem Bewusstsein, das man besitzt. Und drittens, welche Unterscheidung man bei Bewusstseinsstörungen macht. Los geht's! Wie unterscheidet sich das Bewusstsein des Menschen von dem Bewusstsein des Tieres? Ich sagte, da ist kein Unterschied, weil das jetzt zwei ausgedachte Bewusstsein sind. Ich denke mir einen Menschen, sprich einen Trockennasenaffen, der hat in seinem Gehirn ein Bewusstsein, und jetzt denke ich mir ein Tier und das hat in seinem Gehirn auch ein Bewusstsein. Und ich bin, du erklär dir, die unterscheiden sich, diese ausgedachten Bewusstsein, sind eigentlich nur zwei unterschiedlich komplexe Computerchips mit unterschiedlich, das nennen wir Gehirne, ja, mit unterschiedlich komplexen Programmen. Das Tier, das Programm des Tieres nennen wir Instinkt. Tiere sind instinktgetriebene, instinktgesteuerte Mechanismen. Ein Mensch ist ein intellektgesteuerter Mechanismus. Das, was du beim Tier Instinkt nennst, nennst du beim Menschen Intellekt. Der Unterschied ist der Unterschied von einem Taschenrechner, alte Beispiele von mir, von einem Taschenrechner zu einem Hochleistungscomputer. Beide sind geistlos funktionierende, mechanisch funktionierende Maschinen. Nur weil der Computer viel komplexer rechnen kann und auch noch Bilder und Geräusche von sich geben kann, was der Taschenrechner nicht kann, ist es im Prinzip nur ein Aufblähen der Quantität der Rechenvorgänge und Vorstellungsvorgänge, bleibt aber in beiden Fällen ein rein mechanisches Funktionieren. Genau. Schon die Tatsache, wenn du jetzt meinst, dass du ein Mensch mit Bewusstsein bist und der Tier hat kein Bewusstsein oder was auch immer. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sowohl das Tier als auch der Mensch über eine Schlaf-Wachschaltung des Geistes verfügen. Die Voraussetzung für eine Tätigkeit des Geistes ist die Wachheit, welche auch als Vigilanz, abgeleitet vom lateinischen Vigilantia. Das ist auch immer, da können wir jetzt die lateinischen Wörter reingehen, die Wachheit. Aber das Problem, der normale Mensch, den du dir ausdenkst, der kann Figuren in einem Traum, können gar nicht wach oder schlafen erfahren, weil Figuren in einem Traum sind, ein Dasein müssen. Es sind einfach nur Antagonisten. Wo ist der Unterschied, ob du jetzt an einen Menschen denkst, sprich Trockennasenaffen, oder an einen Gorilla oder eine Katze denkst? Der Mensch wie der Gorilla und die Katze sind jetzt ein Gedanke und sie sind wieder weg, wenn sie von dir nicht mehr gedacht werden. Ich erinnere an das vorhergehende Selbstgespräch. Das ist hundertprozentig sicher sofort überprüfbar. Was unterscheidet eigentlich die ausgedachte Katze von einem ausgedachten Osterhasen und von einem ausgedachten Rumpelstilzchen oder einem grünen Mastmännchen? Nichts. Es sind einfach jetzt Worte, die du hörst, und du wirst die Maßsetzung deines Intellekts vollkommen rein mechanisch gesteuert, wenn du darauf resonierst, eine Vorstellung aufbauen, die dann als Information in dir existiert. Im Anfang war das Wort, und aus dem Wort wird jetzt über diesen Intellekt, über dieses Programm in dir eine Vorstellung erzeugt, die du eventuell sogar realisieren kannst im materialistischen Sinne, dass es eine sinnlich wahrgenommene Information wird. Denk wieder mal an den Alphaturm. Den kannst du jetzt denken, weil das Wort Alphaturm da ist. Und du könntest jetzt den Alphaturm auch realisieren im materialistischen Sinne zu einer sinnlich wahrgenommenen Information machen, mit der entsprechenden Umformen wie in einem Videospiel mit der VR-Brille, dass er dann auf der VR-Brille auftaucht. Aber es ist alles eine Frage des Glaubens und des Wissens. Bezeichnet wird. Der Mensch verfügt aber zusätzlich noch über ein reflektierendes Bewusstsein. Er kann sich selbst also hinterfragen und aus einer anderen Perspektive wahrnehmen, was einem Tier nicht möglich ist. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um überhaupt vom Bewusstsein zu sprechen? Um von einem Bewusstsein zu sprechen, muss zunächst einmal das Wissen um die eigene Person vorhanden sein. So, und jetzt kommt das große Spiel, wo alle abstürzen. Der von der eigenen Person weiß, das ist das rote Ich. Dieses rote Ich, das wir uns jetzt aber ausdenken, ist etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann, sonst ist es kein rotes Ich. Genau. Das ist auch der Solipsist, ist der träumende Geist, der als Ding an sich selber gar nicht existieren kann. Er ist aber als träumender Geist die Ursache. Das ist dieses Spiel. Wenn du wirklich wach, erwacht bist, dann weißt du, dass du praktisch ein Gott bist, ein Schöpfer, der in sich selbst eine komplette Welt erschafft, ohne dass sich an ihm dabei das Geringste verändert. Physikalisch gesehen unser E-Quadrat der Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird.
aber selbst weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Sie kann nicht vernichtet werden, weil sie ein absolutes, nicht denkbares Nichts ist. Und zwangsläufig alle Formen, die in dir auftauchen, bist du auch. Das Meer El Hayom, UB 86 El Hayom, das ist das hebräische Wort für Gott, heißt eigentlich Gott das Meer, ist all seine aufgeschmissenen an Welt, Polarrand aufgeschmissenen Gedankenwellen, ist aber nicht irgendeine bestimmte Welle davor. Das ist das rote Ich. Und diese Psychologie ist genauso entgeistigt, entgöttlicht, obwohl alles stimmt, aber es fällt überall der Kabelstecker. Das kleine Quäntchen. Beim Kirchhoff diese ganzen gigantischen Vorlesungen über menschliche Philosophiegeschichte. Es fällt überall, es wird zwar darüber gesprochen, aber ständig kommt dann wieder die Vergangenheit, die Zukunft, all das. Widersprüche in sich selbst. Welche auch gerne als Ich-Bewusstsein oder Selbstbewusstsein bezeichnet wird. Dieses Ich-Bewusstsein, das Selbstbewusstsein hast du, wenn reden wir von dem roten Selbst oder von dem ausgedachten Selbst. Ich habe im letzten Selbstgespräch unter anderem neben Goethe auch Shakespeare angesprochen. Die Shakespeare-Schriften sind so tiefes, reines Holo-Feeling. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Sein, rot gelesen, heißt, Bewusstsein ist nicht existierend. Die Spiegelung dazu ist nicht sein, das wäre dann praktisch das Existieren. Ich könnte auch sagen, ewiger Geist oder vergängliche Erscheinung. Das ist hier die Frage. Bist du der, der immer ist, der seine eigenen ständig wechselnden Informationen anschaut, oder bist du bloß ein Gedanke von dir? Das ist dann das Nicht-Sein, das Nicht-Bewusstsein-Sein, weil du was Existierendes bist. Doch Achtung, Selbstbewusstsein ist nicht gleichzusetzen mit Selbstvertrauen oder Selbstwert. Das ist jetzt das große Problem, dass das rote Selbstbewusstsein ist das absolute Selbstvertrauen. Wenn ich nicht vergessen habe, wer oder was ich bin, der, der mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert wird, er selbst aber etwas Nicht-Existierendes ist, habe ich doch vor nichts und niemandem Angst. Du bist dieser Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst und du denkst dir Gedanken und machst dir panisch Angst. Ich sage immer, du denkst an was und habe ich jetzt Angst vor den Gedanken, den ich selber denke. Du hast Angst, was zu verlieren. Du denkst dir was und sagst, hoffentlich verliere ich das nicht. Und wenn du es nicht mehr denkst, kriegst du doch wieder zurück, weil das ist doch was Ausgedachtes. Es kommt aus dir und es fällt wieder in dich rein. Hör dir das immer wieder an, bis sich das installiert und dann wird plötzlich ein großes Hurrikan in dir auftauchen. Du merkst, dass das alles stimmt und nicht stimmt gleichzeitig. Wir sind wieder bei unseren zwei Seiten. Genau. Nichts ist trügerischer. Ich habe früher, ich mache mal eine kleine Bröselgeschichte. Und zwar, ich springe jetzt einmal zurück in die 80er Jahre, voriges Jahrhundert. 1980 rum habe ich also, war ich sehr belesen und dann habe ich unter anderem abonniert gehabt hier, jetzt hört man da nochmal ein, Psychologie heute. Das ist die Standardzeitschrift, habe ich mehrere in Selbstgesprächen vor 20 Jahren schon angesprochen, vor 30 Jahren schon angesprochen. Psychologie heute war zum damaligen Zeitpunkt war das Standardorgan für die deutschen Psychologen. Und da ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich nichts anderes ist wie ein Cosmopolitan oder eine Modezeitung. Dass da nur permanent hier für ein Schweinegeld, wenn du das Buch gekauft hast, wurden psychologische Strömungen, dann wurden neue Bücher rausgebracht, einmal positiv denken, dann NLP und so weiter und so weiter. Die wollten Bücher, die wollten Seminare verkaufen und die Zeitung selber. Wenn ich, dann habe ich mich einfach mal hingesetzt, habe die durchgeblättert und dann musste ich das feststellen, dass über 50% einer Zeitschrift, die, glaube ich, damals 14 Mark gekostet hat, vierteljährlich erschienen ist, dass das nur Werbung war. Werbung. Das hast du mal ganz gekaufte, bezahlte Werbung. Und jetzt ist es hochinteressant und dann ist mir aufgefallen, wir sind voll in dem kapitalistischen System des Denkens, dass dann die reinen psychologischen, also die Artikel, die drin waren, wo mir aufgefallen ist, dass also diese Autoren, diese Psychologen, wo hier in dieser Zeitschrift einen Artikel verfasst haben, dass fast immer synchron zeitgleich die ein neues Buch über irgendeine neue Technik veröffentlicht haben, dass das eigentlich nur Public Relations Artikel waren. Und dass, wenn du das einmal über 2-3 Jahre liest, dass diese grundpsychologischen modernen Strömungen sich ständig abgeändert haben, neue Trends, das ist wie neue Kleidung, neue Mode. Ja, ja. Udo, jetzt ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo ich dich daran erinnere, deine Stimme ein bisschen zu stonen. Alles klar, ich höre gleich. Danke, Rüdiger. Okay. Das schauen wir ganz kurz noch rein. Wir werden gerne einmal in einem Atemzug genannt, meinen aber vollkommen unterschiedliche Dinge.
Am besten, du schaust dir diese Begriffe noch einmal genau an und nimmst sie wirklich wörtlich, um diesen Fehler nicht zu machen. Ein weiteres Kriterium ist das Wissen um die eigenen Geist. Es wird sogar immer alles angesprochen. Das eigentliche Ich. Die Frage ist, was denke ich bei dem Wort Ich? Denke ich an mich als einen reinen Geist oder schon einen träumenden Geist? Das ist das JC und das CH Rot. Aber Geist, Rot, beides. Ich sage immer, der vom Bücherregal und der dann zum Lesen anfängt, ganz gezielt zum Träumen anfängt. Aber bewusst, das ist ja dasselbe. Der vom Bücherregal ist dasselbe, wie der zum Lesen anfängt. Bloß der kriegt dann seinen Traum. Oder denke ich jetzt schon mich als Mensch, vom Säugling bis zum Greis, oder eine ganz bestimmte Person. Das sind die zwei Blaunichs. Und wenn du das über diesen vier Ichs stehst, dann bist du dieses absolute Nichts, dann hast du Selbstbewusstsein. Geistigen und seelischen Zustände. Wie fühlst du dich gerade? Wie schätzt du dich selber ein? Wie würdest du dich beschreiben? All diese Fragen solltest du beantworten können, wenn du über ein Bewusstsein verfügst und menschlich bist. Aber merkst du, der das jetzt erlebt, ist dieses ausgedachte Bewusstsein, ja, erlebt nichts. Genauso wenig wie ein ausgedachtes Gehirn, weil das alles Sachen sind, die nur existieren, wenn du das denkst. Aber das rote Bewusstsein ist immer unabhängig an was du denkst oder wer du zu sein glaubst. So, jetzt folge ich mal Holger und spring doch mal wieder zurück. Das sind Sachen, die kannst du immer nur wiederholen und du gehst immer in die Vergessenheit. Holger ist jetzt übrigens bloß sauer, weil ich ihn auf das Rauchen hingewiesen habe. So, es geht nicht ums Rauchen, es geht um die Selbstverteidigung, dieser Mechanismus, dieser absolute, das zieht man durch ohne Ende. Ich sage ihm das jedes Mal und der reagiert einfach nicht drauf. Der reagiert nicht drauf. Das heißt, was ist da, weil du dich wohlfühlst. Aber dir ist nicht klar, dass du dieses Wohlfühlen in dem Moment erkaufst, weil du noch chronologisch denkst, dass dir wieder scheiße geht. Haben wir kurz vorher, bevor wir die Aufnahme eingeschaltet haben, gehabt, das Thema. Ja. Das wäre alles nicht. Du musst was opfern. Du musst, und das ist das Verrückte, du musst das Positive opfern. Das ist auch im Abraham, die Abraham-Geschichte. Opfere das Wichtigste, was du zurzeit hast. Genau. Und du wirst irgendwann erkennen, als Geist, dein momentaner Sohn bist du selbst, weil ja alles eins ist. Ja. Das heißt, der du zu sein glaubst, bist du bereit, dein Ego zu opfern? Den zu schlachten. Den zu schlachten. Ja. Und ich sage, auch wenn du die Geschichte kennst, du musst wirklich das wollen. Das heißt, dich komplett loslösen von allen materiellen Wünschen oder von der Angst, dass du was verlieren könntest, dann hast du das Holo-Feeling nicht verändert und dann lasse ich in dir Wunder auftauchen ohne Ende. Ich scheiß dich so zu mit Wundergedanken, die aus dem Nichts kommen, dass du sprachlos wirst und es gibt keine Möglichkeit, dir das jetzt mitzuteilen, weil du das erst erlebst, wenn du losgelassen hast. Und solange sich das immer wieder wiederholt, egal was jetzt ist, hast du noch Angst, wenn du von einem Atomkrieg, der auf uns zukommt. Wenn dir das vollkommen gleichgültig ist. Dass du das Cut nicht mehr missbrauchst, indem du sagst, Cut, ich will das jetzt nicht mehr hören, sprich, ich will das jetzt nicht mehr denken, sondern Cut ist das Umschalten auf, was ist jetzt da? Nicht, das will ich nicht, Cut, ich mache Schluss und dann immer wieder dieselben Floskeln, ich bin ja bloß Geist, das sind ja alles nur meine Gedanken. Den eigentlichen Kern hast du nicht verstanden, du denkst es trotzdem noch, dass du immer wieder auf den Leim gehst von diesen Massenmedien, dass du dich permanent immer wieder dieselben Seiten anklickst. Google News und so weiter und so fort. Die wird irgendwann einmal klar sein, nicht die jetzt ausgedachte Presse manipuliert dich, du manipulierst dich selber, du hast den Joystick in der Hand. Richtig. Du musst aufhören, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, an irgendwas Schuld zu geben. Da kann der Udo in Selbstgesprächen tausendmal sagen, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat's gemacht? Der sich jetzt ausdenkt. Wer erschafft jetzt in diesem Moment den Menschen Udo Petscher? Du, was ist dieser Udo Petscher, wenn du ihn nicht mehr denkst? Dann bin ich das, was ich als Rote UB bin. Ja. Ein absolutes Nichts, das immer ist. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du hast keine Vorstellung, wie klein ich mich jetzt mache, weil ich in dir als ein Brösel, als ein Monitormännchen auftauche. Eventuell auf der VR-Brille, da ist aber kein Unterschied. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Das ist die Wiederkunft des Christus. Aber ich sage, ich bin du, weil du doch an dich jetzt, an dem vom Computer, genauso denkst wie an den Udo Petscher. Gleichzeitig, ob jetzt ich bloß ein Pixelmännchen bin und du bist der reale Person, wenn du an dich denkst. Oder wir sind als Brösel und der Brösel, zwei Brösel, die waren vom selben Geist ausgedacht.
unabhängig, wer du jetzt zu sein glaubst, du bist derjenige, der sich die Politiker ausdenkt, die Pharmaindustrie ausdenkt, die Ärzte ausdenkt, sich selbst eventuell als Arzt oder Politiker denkt. Aber all die Sachen, die du denkst, existieren immer nur in dem Moment, wo du sie denkst, und die werden genauso sein, wie du sie dir denkst. Jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken im Jetzt. Es taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt. Wenn du das wirklich verstanden hast, hast du das ewige Hier und Jetzt verstanden. Und dann wiederhole ich das für Geist, vielleicht blickst du öfter drauf. Und die Menschen, die kurzzeitig auftauchen, die Menschheit soll dir am Arsch vorbeigehen. Hör auf, mit irgendjemandem zu sympathisieren, mitzuleiden. Die leiden nicht, Gedanken von dir leiden nicht. Nicht dein einziger. Und da kannst du nichts retten. Versuch dich nicht gesund zu machen, so wirst du nie gesund werden. Genau. Solange gesund sein willst, willst du nicht krank sein. Das ist Entheiligung. Solange du irgendetwas bekämpfst, nochmal, liebe deine Feinde. Das Ra. Dov Ve Ra. Eine gespiegelt aufgespannte Polarität, dann ist es gut. Und Ve Ra hast ein aufgespanntes Ra, aber das ist das Schöne dieser Einseitigkeit, weil dieses Ra oder Ra, dieses Wort ist auch der Nächste. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Alles, was du an anderen in deinem Raum tust, tust du dir selbst. Aber die Frage, oft ist es nicht sinnvoll, wenn man anderen eine Hilfeleistung gibt. Ich sage jetzt bloß Campo. Insider verstehen den Witz. Weil das, was du ihm unterstützt hast, ist schlichtweg die Sucht nach Materie. Das war immer das, wenn bei dir einer klingelt an der Haustür, ich sage das nochmal, und sagt, haben Sie ein bisschen Brot für mich, ich habe einen Hunger. Dann bitte ihn rein und gib ihm zu essen. Wenn er Geld will, schick ihn weg. Ja. Es geht nur noch um Geld. Sammelt für die Ukraine. Jetzt kannst du in deine Medien reingehen, je nachdem, wo du reingehst. Die deutschen Rentner, es hat jetzt nichts mit Deutschland zu tun, die müssen an der Tafel, die können sich das Essen nicht mehr leisten, aber sammeln für die Ukraine. Den russischen Oligarchen die Konten sperren, das hat man selber, was man mit den Juden gemacht hat in dem faschistischen System, was ich dir einspiele. Warum sperren sie von den ukrainischen Oligarchen nicht die Konten? Die haben doch die Ukraine wesentlich mehr ausgeräumt wie die Russen Russland. Innerhalb dieser Märchengeschichte. Du sollst dir deiner Einseitigkeit bewusst werden. Übrigens waren das jetzt alles bloß Worte, da kannst du jetzt wieder resonieren, dir was ausdenken und dann wieder sagen, das ist richtig oder das ist verkehrt. Du sollst dir nur bewusst machen, wie du ständig in Kategorie 2 Fragen versinkst, indem du versuchst, deine Einseitigkeit, sprich deine eigene Selbstentheiligung voranschreiten zu lassen. Heiligkeit ist hier. Und hier ist immer eine komplette Welle. Und sobald wir uns diese Welle ausdenken, müssen zu der Welle nochmal ein Gegenstück da sein. Dia positiv und dia negativ. Du denkst dir was und das Gegenteil ist im selben Moment da. Egal, du kannst dir bewusst machen, was du denkst, was für eine Information da ist. Aber die wird mit der nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Was an dir nichts verändert. Ich betone das immer wieder. An dir, Geist, Brot. Und dann wirst du irgendwann einmal begreifen, was es hier in der Liebe geht und was die Endzeit ist. Die Endzeit ist jetzt da. Die kann ewig, wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Du wirst in dem 1000-jährigen Feuerreich, wirst du hinschmoren, weil du nicht bereit bist, Bibifax-Kleinigkeiten für die Seligkeit zu opfern. Weil du meinst, das ist die Seligkeit, sich eine Zigarette reinzuhauen. Noch schlimmer ist, wenn du Militanter Nichtraucher bist. Das ist dann die andere Seite. Da bin ich vor 25, 30 Jahren schon drauf eingegangen, hier in Almener Vorträgen. Das ist auch hier, wenn ich Halsschmerzen habe, dann Tabletten reinhauen. Man versucht immer, das ist ja so ein Mechanismus, das ist kognitive Dissoziation. Das ist genau dieses Prinzip. Genau. Bei jeder Kleinigkeit, ohne meine Tabletten geht es ja nicht. Das hilft mir doch. Ja, warum? Frag dich, warum? Weil du es glaubst. Es verwirklicht sich ständig dein Glaube. Das, was du glaubst, verwirklicht sich, nicht deine Wünsche. Genau. Wenn du sagst, ja, aber ich will ja gesund sein, ich wiederhole es nochmal, glaubst du, dass du krank bist? Und dann haust du dir Tabletten rein und du meinst, es hilft. Weil du es glaubst. Aber du wirst dann gesund werden, aber auch wieder krank werden, weil du immer noch in dem chronologischen Denken drin bist, weil du das hier und jetzt noch nicht verstanden hast, dass du dich erheben musst als Geist. Ha, die Quintessenz ist eben, das ist der Nullpunkt im Einheitskreis. Und jetzt kommt natürlich ein Riesendilemma. Weil in dem Moment, und das ist diese Entscheidung, die du treffen musst, du kannst zurzeit mit deiner Logik immer nur aus zwei oder mehreren Möglichkeiten eine wieder, solange du einseitig bist, eine auswählen.
Und es geht nicht um Ja oder Nein. Wenn du jetzt das Prinzip glaubst, erkannt zu haben und sagst, gut, dann nehme ich jetzt keine Tabletten und dann werde ich gesund, willst du immer noch bloß gesund sein. Gut, dann rauche ich jetzt nicht mehr, dass ich in die Heiligkeit komme. Das ist, du bist in einem Dilemma und das verlässt du in dem Moment, wo du aufhörst, dich mit dieser Figur zu verwechseln. Genau. Dann kannst du auch ohne Probleme weiter rauchen, wenn du weißt, das bin ich ja nicht. Genau. Aber da behaupte ich immer, so weit ist mein Holger noch nicht. Mach mal in Ansätzen, solange du mitgefangen, mitgehangen. Und Namen sind jetzt austauschbar. Ja. Wir sind komplett austauschbar. Die rote Liebe ist allumfassend. Das steckt in der Liebe deine Feinde, Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Im Hebräischen hingeschrieben ist es derselbe Satz, es wird nur das Ra anders ausgesprochen. Genau. Ra und Ra. Das ist jeder Moment, diese kleine Erkenntnis, jeder Gedanke ist ein kleiner Spritzer aus mir, eine Gedankenwelle, die als Puzzlestück unverändert nur dann wieder in mich reinfällt, in die Heiligkeit, dass dann auch was ganz was Neues auftaucht, wenn ich das nicht anders haben will, wie es jetzt ist. Wie es jetzt ist. Und jetzt mache ich den schönen Abschluss, weil der Holger meinte, ich muss aber mein Stimmchen wieder achten. Ja. Dieses in dem Requiem habe ich heute Morgen in unseren Chat einen kleinen Auszug mit dem Betschieren reingestellt. Ja. Was passiert, wenn ich weiß, was Gott ist? Und wenn ich nur noch das will, was Gott will? Wenn ich so denke, wie Gott denkt und wenn ich so liebe, wie Gott liebt? Ja, ich weiß ja nicht, was Gott denkt. Das, was du jetzt denkst. Genau. Was unterscheidet mich dann eigentlich noch von Gott? Dann ist es gleich, ob du ein kleiner Gott, ein Gotteskind bist, der Geistesfunk bist oder der große Gott. Es wird dann bloß komplexer. Und diese Erkenntnis, diese Schuld auf sich zu nehmen, ich nehme alle Schuld auf mich, heißt schlichtweg und einfach, ich bin doch derjenige, der es jetzt denkt. Genau. Kann das, was ich denke, anders sein, wie ich denke? Existiert das, was ich jetzt denke, auch dann, wenn ich es nicht denke? Wo existiert es eigentlich, was ich jetzt denke? In Wirklichkeit. Dort, wo ich es mir hindenke oder hier und jetzt? Genau. Das hier ist die Heiligkeit. Das ewige Hier und Jetzt in der Esoterik. Da kann ich die, die meinen, die haben es verstanden. Das ist jetzt auch in Kleinigkeiten, in Eltern-Selbstgesprächen, so auch wenn einer hier um Geld oder Almosen bettelt, das ist gar nicht die Sache, der glaubt immer noch Geld, der hätte jemand lieb. Der hat das Wesentliche nicht verstanden. Da macht alles, das ist der Kabelstecker. Da machen 99,9% mögen richtig sein, aber nicht 100%. Ich erkläre dir das, was 100% de facto überprüfbar ist, hundertprozentig sicher und richtig ist. Absolut gesehen richtig. Nicht bloß das Blaue richtig als Gegenteil von verkehrt. Die Richter. Ich bin der absolute Richter. Ja. Das macht es nämlich aus. Mein kleines Bullseye-Dart. Ein Schalter ist entweder geschlossen, er hat Kontakt oder er hat keinen Kontakt. Kontakt. Ja. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Diese ganzen Lehren, ob das Scientology ist, wo ich sage, das stimmt zu 99%, was da drin ist. Das macht zu 99,999% richtig sein, aber es ist nicht hundertprozentig richtig. Und dieser kleine Fehlerquote macht das Ding nichtig. Es macht es nichtig. Entweder hast du mich verstanden, was musst du verstehen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Genau. Wenn du das verstanden hast, zu 100%, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Schon gar nicht vor irgendeiner Verwandlung oder dass du was verlieren könntest. Und wenn du es nicht verstanden hast, weil du es nicht wahrhaben willst, weil du schlichtweg und einfach nur in dieser kognitiven Dissonanz, dass dir im tiefsten Innern das zwar bewusst ist, dass das absolut stimmt, stimmt, was ich dir sage, dass es hundertprozentig richtig ist. Rot gelesen ist richtig, platzt auf in richtig und verkehrt. Der Tag, Alltag, das ewige Hier und Jetzt, der Heute, passt auf in Tag und Nacht, in eine helle und eine dunkle Hälfte. Die rote Liebe platzt auf, ich liebe, Selektion von irgendwelchen Gedanken, oder ich hasse, Plus und Minus. Du darfst diese Liebe, das, was du liebst, jetzt mit deiner Logik, nicht mit der roten Liebe verwechseln, weil die allumfassend ist. Die liebt nämlich auch ihre Feinde, die liebt auch die Krankheiten und die Kriege und die Zerstörung, Shiva. Genau. Weil das nämlich die Wiedergeburt, die liebt den Krieg. Weil das nämlich der Austausch ist, die Wiedergeburt für was vollkommen Neues. Dann hast du den
Kreislauf im Hamsterlaufrad verlassen, wie es ein täglich grüßt, das momentiert doch. Solange du den ständig wiederholst, weißt du, dich doch schön eingenistest und wohlig gemacht hast, ist es ja okay, wenn es dir Spaß macht. Bloß du wirst irgendwann merken, ist was in dich drin, das treibt dich in höhere Ebenen. Willst du ewig Raube sein, du könntest der Schmetterling sein. Aber was erfordert es, dass du dich in dir selber verpuppst und dich auflöst, die Metamorphose. Und aus dir was vollkommen Neues herausgebierst, was du dann auch wieder dir ausdenkst und sagst, das bin ich. Das bist du dann auch nicht, aber dann bist du nicht mehr das an das, was du jetzt denkst, wenn du an dich denkst. Das Spiel hast du schon innerhalb des Lebens vom Säugling bis zum Kreis. Du hast vor 20 Jahren auch gesagt, das bin ich. Vorausgesetzt, du bist mindestens 25 oder 26 Jahre alt. Ja, ja. Da wird es natürlich schon ein wenig schwieriger, dieses Prinzip. Weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier auch durchaus der 20-Jährige sich das Video anhören kann. Der hat natürlich noch viel zu lernen, da muss ich aber nichts denken. Es läuft alles perfekt, hör auf Angst zu haben. Du könntest das alles jetzt schon wissen, mein erster Beispiel. Deswegen musst du trotzdem deine Erfahrungen machen im Laufe des Lebens. Es ist alles in dir drin, alles, was noch kommen wird, ist in dir drin. Nicht nur dieses Leben bis zum Ende. Es ist jeder Moment ist Endzeit. Wie definierst du die Endzeit? Wie definierst du den Weltuntergang? Wenn ich weiß, was Welt ist, ein polarer Rand, eine Gedankenwelle. Ein Moment, ein Fehler, hebräischen Mom, das jetzt in mir zu fehlen scheint, bis mir bewusst wird, fehlt eigentlich ein Gedanke in mir? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist er im Hintergrund auf der Datei, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, da ist er immer, oder ich denke mir den jetzt, ich mache eine Information, egal, wo ich mir den räumlich oder zeitlich hindenke, er ist ja trotzdem in mir drin. Aber jetzt in meinem ausgedachten Innern, im absoluten roten Innern oder in dem ausgedachten Innern. Und dann kann ich mir bewusst meine Kamera obscura innen und außen nochmal, dann habe ich aber nur meine Einseitigkeit. Richtig. Das versteht man oder man versteht es nicht. Aber verliere ich das dann, wenn es wieder in mich reinfällt? Ein imaginäres Spiel von Illusionen. Und wenn du wüsstest, wie präzise das auch in den Physikbüchern beschrieben ist und in diesen chemischen, das H2O. Ich mache immer ganz einfache Beispiele. Wir können da in die komplexen Formeln reingehen, in der Quantenmechanik, dass dir dann plötzlich dieses geistlos nachgeheftige Geschwätz deiner Wissenschaftler, die wirklich hier in einer vollkommen entgeistigten Welt leben, und diese entgeistigte Welt bist du selber, wenn du die denkst und du meinst, du wüssten mehr wie du. Ja, aber der weiß doch viel mehr über Physik, kannst du sagen. Oder der weiß ja viel mehr über Chemie oder Geschichte oder Philosophie. Ja, warum? Weil du dir das jetzt denkst. Bewusstsein ist nicht Wissen. Genau. Bewusstsein ist der, der mit Wissen konfrontiert wird. Mhm. In Form von Tieren, die irgendwas äußern, was sie sich gar nicht raussuchen können, was sie äußern, weil nämlich Figuren in einem Traum, die du träumst, können sie sich nicht raussuchen, was sie dir im Traum erzählen. Auch der Udo kann sich jetzt nicht raussuchen, was du träumst. Aber ich kann es steuern. Jetzt meine ich natürlich nicht mehr den Udo, weil ich derjenige bin, der dich das träumen lässt, der dir das Programm gegeben hat. Ja. Ich bin der, der ich bin. Und was mein Ziel ist, dass du irgendwann einmal begreifst, dass du eigentlich in Wirklichkeit im ewigen Hier und Jetzt ich bist. Ich bin du und du bist ich. So, Holger, jetzt ist es gut. Und jetzt sagt der Udo wieder, Mensch.